fangen wir an, oder? Ja, außer du bist noch auf was warten, aber nein, also wenn du fertig bist, fang an. Ich bin fertig, ja. Ich muss jetzt nur noch da auf Rekord klicken. Herzlich willkommen zur 90. Ausgabe des Techtelmechtel Podcast. Wie immer am Mikrofon der Alexander und meine Wenigkeit der Clemens. Hallo Hallo. Clemens. Hallo Clemens, hallo Alexander. Nun, so, jetzt kann ich Slack aufmachen. Passt. Das haben wir. Ja, wir sind wieder da. Mitte September. Keine 3 Wochen seit unserer letzten Folge. Vorbildlich. Vorbildlich. Diesmal wird es hoffentlich nicht mehr so lange dauern. Okay. Du meinst Ja. mit 4 Stunden? Ja, 3 Stunden. Das ist übrigens das echt Witzige gewesen. Ja? Der Rohschnitt, die Rohfassung, die wir ja auf YouTube haben, hat ja irgendwas bei 4 Stunden 15. Die von Pausen und befreite Version, und stammelbefreite Version, ist genau auf 3 Stunden 59 und 59 Sekunden kämen. Das heißt, wir müssen trotzdem irgendwann einmal eine richtige 4-Stunden-Folge machen, sodass wir wirklich dann netto wirklich über 4 Stunden haben. Aber nicht heute. Das ist eine gute Idee. Ich finde, aber M sind ja schon wichtige Na, die M's. Ams, die sind eigentlich alle sehr unwichtig. Das kannst du nicht sagen. Also jedes M trägt auch was zur Sendung bei. Jetzt muss ich mal nachher die durchprozessierte Version einmal anmachen, ob die wir jetzt da gerade erwähnt haben, überhaupt drin sind. Das wäre wirklich cool. Also die sinnlosen Füllwörter, die werden ausgefiltert und die Pausen, wenn wir Pinkelpausen und sowas einlegen, dann wird auch abgebrochen. In der YouTube-Version ist ungekürzt und ungeschnitten. Meistens, außer mir rutscht wieder mal irgendwas aus, was man einfach. Ja, es passiert in letzter Zeit Ja, selten. ich hab gelernt, mich. Ich hab gelernt, mich. Zu benehmen. Zu mäßigen, zu zügeln. Ja, genau. Ja, du bist schon bald worden. Nennen wir es so. Gut, dann schaue ich mal, schau ich mal zur Sicherheit ein, ob wir wirklich aufnehmen. Wow, was macht denn das Windows da schon wieder? Ich habe nur das Fenster verkleinert. Jetzt verkleinert es das von unten. Wow, das macht mich echt fertig. Ich hasse das. Gut, 2 Monitore sind scheinbar immer noch zu wenig zum Arbeiten für mich. Ich brauche einen dritten. Es wird dann irgendwann viel. Ich glaube, ich muss wieder mit dem MacBook aufnehmen und hätte 3 Monitore. Vielleicht sollte ich auch einen größeren Monitor statt einen von den jetzigen nehmen. Nein, ich will es schon physisch getrennt haben, die Fenster, und nicht auf einen Monitor verteilen. Aha, okay. Sind wohl zwar 27 Zoll Monitore, so ist es nicht. Ja, du solltest auf 234 Monitore erhöhen. Ah, okay, stimmt. Gut, dann fangen wir mal an. Intel. Ja. Ich mach gleich 2 Intel-Themen. Oder machen wir. Ja, genau, das habe ich Ja, gesehen. Fasse gleich ich zusammen. fasse gleich zusammen. Also, einerseits, Intel hat beschlossen, ja, sie fertigen jetzt nicht mehr selbst. Sie werden ihr Foundries, also ihren Foundry-Sektor, das heißt den Sektor, der hauptsächlich dafür da ist, die entwickelten Prozessoren zu produzieren, abtrennen, das heißt verkaufen, und das wird eine eigene Sparte. Das ist ein Move, den AMD vor vielen, vielen Jahren ja bereits gemacht hat, weil die. Warte mal, ich kopiere doch gleich was rein, weil, oder soll ich das erst, wenn ich dann Kannst drüber schon rede, eine, rein hau es kopieren? rein in Slack. Okay. Genau, ja. Okay, passt. AMD hat das ja eben auch schon gemacht, und weil das Zusammenspiel von erstens Forschung und der Produktion
bei AMD damals sehr defizitär war. Und AMD hat extrem viel Geld gebraucht, um die Entwicklung voranzutreiben, weil AMD war ja so vor 10, 15 Jahren ja wirklich total am Sonden, die ist Intel überhaupt nicht mehr nachgekommen. Dann haben sie die Foundry-Sparte verkauft, damit ordentlich für gutes Geld verkauft und damit die Forschung in die Forschung investiert. Und dadurch steht jetzt AMD ja so gut da, dass Intel jetzt unter Zugzwang gerät. Und jetzt eben auch beschließt, wir brauchen Geld für Forschung und Entwicklung, wir verkaufen unsere Foundry-Sparte. Und das bedeutet, erstens gibt es jetzt einen Auftragsfertiger, der für Intel fertigt und nicht mehr Intel selber fertigt. Und zweitens, Intel fertigt ohnehin, und das ist mein zweiter Artikel dazu, Intel fertigt ohnehin jetzt, oder lässt fertigen, nämlich bei TSMC, nämlich die neuen Intel Core Ultra 200 Prozessoren, die werden jetzt nämlich bei TSMC gefertigt, weil die bessere Fertigungslinie haben wie Intel. Weil, man darf nicht vergessen, ein Foundry braucht ja auch Forschung und Entwicklung, weil du musst ja die immer kleineren Entwicklungsprozesse, bei denen muss ja auch geforscht werden, und TSMC ist da jetzt auch weiter. Das ist richtig, das macht ja durchaus Sinn, es lassen ja fast alle da fertigen. Genau, TSMC hat halt mittlerweile ihre Fertigungsprozesse so weit hin optimiert, AMD lässt dort fertigen, viele andere, Broadcom, Qualcomm lassen hin und wieder Apple dort lässt dort fertigen, Apple, Qualcomm lässt dort fertigen. Microsoft lässt dort fertigen, Nvidia teilweise. Wahrscheinlich Google auch. Mit ihren Prozessoren. TSMC hat halt immer noch ein bisschen das Problem, dass sie hauptsächlich auf Taiwan beheimatet sind, und sagen wir so, mit China vor der Haustüre ist das jetzt für viele jetzt ein bisschen unsichere. Ich glaube, TSMC baut aber mittlerweile woanders Produktionsstätten auf. Genau, in Austin, die Facility soll jetzt, glaube ich, aufmachen. Und in Europa soll jetzt auch eine kommen. Was nicht in Vietnam oder irgendwo da? Das kann schon sein, aber... Weil ich glaube, die wollen relativ unabhängig davon mal werden. Ah ja, stimmt, ja genau. Und TSMC wollten Europa bauen, aber... Es gibt vorerst, keine Leute, die es machen können. Vorher schon mal eingestampft worden. Ich weiß nur, dass Ungarn jetzt einmal im Gespräch war für Chipfertigung. Andererseits bedeutet jetzt der Move von Intel, dass geplante Foundry in Deutschland jetzt einmal pausiert ist für die nächsten 2 Jahre. Weil da hätte gebaut werden sollen. Ja, ich finde das halt insofern ein bisschen problematisch, weil Europa hatte absolut nichts oder kaum was so Prozessoren, Fertigungsstätten und so weiter angeht. Ja, Global Foundries hat was? Wen haben wir denn? Infineon. Ja, wobei in Europa. Produzierende? Produzierende in Europa auch, oder machen die bei uns nur noch Forschung und Entwicklung? Infineon produziert, glaube ich, sogar. Ich glaube, die produzieren sogar in Villa. Ah, okay, das kann schon sein. Also, nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die produzieren in Österreich. Das kann schon sogar sein, ja, stimmt. Wobei Infineon, okay, ich habe es nicht spezifiziert, sind halt schon sehr spezielle Chips. Richtig, aber theoretisch, wir haben einen Chip-Hersteller. Also, Global Foundries, ehemals AMD, hat ja ein Werk in Dresden, soweit ich weiß. Also, Global Foundries hat ja eine Niederlassung in Deutschland. Was, wenn es mir jetzt global... Hat Texas Instrument auch was in Europa? Ich glaube, Texas Instruments tut selber gar nichts mehr fertigen. Okay, das habe ich auch nicht. Weil das weiß ich ja nicht, weil die haben wir mal... Ob sie genau, die tun, Fab One, die ist in Dresden, genau. Von Global Foundries. Ich meine, man muss halt da sagen, es ist ja gar nicht so leicht, weil du brauchst ja mal erstens ein Personal, um diese ganzen Werke dann zu betreiben. Und du brauchst ja mal viel Platz für diese Werke, viel Strom, viel Platz, viel Ressourcen. Ja, das ist das Nächste. Und ich meine, da kommen wir eh zum anderen Thema, weil es will ja jetzt Qualcomm, überleg ja jetzt an, ob sie Teile von Intel-Konzern und auch Produktionsstätten kaufen. Was für Qualcomm natürlich Sinn machen wird. Absolut, absolut, klar. Weil die produzieren halt Menge. Genau, Qualcomm produziert auf große Mengen, stimmt, ja.
Wobei anfangs, ich weiß nicht, ob, ja, sie können schon kaufen, aber die Produktionsstätten, die müssen sie halt komplett umbauen. Das heißt, die kaufen im Endeffekt die Infrastruktur, aber die Fertigungsstraßen müssen sie alles neu machen. Ja, aber wahrscheinlich, ja, du kaufst Know-how schon auch ein bisschen mit bei Intel. Das schon, aber Qualcomm macht halt arm und es ist halt ein bisschen anders Level als die x86-Prozessoren. Vor allem von der Fertigung sind die mittlerweile kleiner und noch integrierter. Ins Fäustchen lachen wird sich da, wie heißt das Unternehmen? Das ist das holländische Unternehmen. Wie heißen die? Das sind nämlich die, die die Wafer bauen für die Prozessorfertigung. Ah! Wafer. Das sind die ASML, genau. Das sind nämlich Wafer ist diese Scheibe, auf der genau, das gemacht auf dem wird. Das Silizium das aufgetragen und kein. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert mit. Ich glaube, das hat. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich glaube, ich weiß das gleich von der Uni, weil wir da mal, glaube ich, wir haben da irgendwann mal von Infineon hat das vorhin sogar bei erfunden. Lithografie, oder? Na, mit den Dingen da, mit den, so, wie so von einem Duschkopf so aufgesprüht Ah, wird okay. oder sowas. Also, ich war, keine Ahnung, also ich glaube es. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, wer es dann tatsächlich patentiert hat. Keine Ahnung, was jetzt auch nicht. Jetzt schauen wir der Vollständigkeit nochmal halber bei Infineon noch. Infineon Technologies, wo die Produktionsstätten, die Automotive-Stätten, ja stimmt. Es ist immer noch ein deutsches Unternehmen, gell? Infineon ist ein deutsches Unternehmen, ja. Da steht jetzt leider nichts von. Kannst du sicher googeln. Ah, schau. Infineon has a number of facilities in Europa, one in Dresden. Infineon's High Power Segment ist in Warstein, wo es schlechte Bier herkommt. Germany, Villach, Graz und Linz in Austria. Okay. Und R&D, also Research, also Forschung ist in Frankreich, Singapur, Rumänien, Taiwan, UK, Ukraine und Indien. Und sie haben noch Fabriken in Malaysia, Singapur und Indonesien. Cool. Okay. Nice. Ich meine, nein, es ist absolut, darf man auch absolut nicht unterschätzen, weil deren Chips sind nämlich wirklich überall drin. Das ist richtig, weil ja, und das war wahrscheinlich auch für Kärnten das Beste, dass die da unten sich angesiedelt haben. Ja, eben, ja. Ja, wahrscheinlich, ja. Vor allem mit den Cluster, den die da mittlerweile haben, also ja, das ist gar nicht schlecht. Mhm. Nein, das ist schon ziemlich cool, ja. Ja. Und wo wir jetzt schon beim Intel Ultra 200 waren, der ja jetzt von TSMC produziert wird. Hast du den Link jetzt so reingepostet? Oder? Das ist, ich habe den von Qualcomm reingeschmissen. Ah, okay. Ja. Ach so, das war das mit Qualcomm, genau. Und ja. Ich habe da jetzt nochmal einen WinFuture-Artikel zu dem. Nämlich soll der Chip sehr überraschen, nämlich was die Leistung pro, also die Rechenleistung pro Leistungsaufnahme betrifft. Der Chip ist relativ cool von Ihnen, also der ist wirklich gut. Ja. Also das ist eigentlich, das ist ein grandioser Laptop. Ja, also da bin ich wirklich einmal gespannt, also was sie halt haben, ist eben TPU-Einheit, also wie nennt man das? Was ist Neural Processing Unit? Ja, aber TPU nennen sie das ja, oder? Was ist ein TPU? Ja, ich glaube, TPU. Ah ja, Tensor Processing Unit, genau, Tensor. Mhm. Also NPU nennt man das jetzt gar nicht mehr, so wie es ausschaut, sondern nimmt nur noch TPU. Also das soll sehr leistungsfähig sein. Ist ja eins von die Kernkompetenzen, sagen wir mal jetzt bei Intel, weil Notebooks und im Zusammenspiel mit Microsoft, mit Windows und mit dem Autopilot, oder so hast du aber, na, Copilot. Copilot, aber
Ich glaube, Microsoft hat sich ziemlich auf Qualcomm eingeschossen mittlerweile. Also die sind da eigentlich, weil der Original Copilot PC war ja mit Qualcomm. Soll, ja, was, ja, schauen wir mal, ob der sich, ob Microsoft sich weiterhin auf Qualcomm einschießt, weil auch wenn jetzt da große Freude war, dass das doch so ein super ARM-Chip ist auf Windows, er ist halt echt noch im Vergleich zu Apple-Gerät, zu Apple-CPUs, ist er halt schwach. Wenn jetzt Intel da mit dem Core Ultra 200 noch einmal was Effizienteres auf die Beine stellt, dann könnte es wieder in die andere Richtung interessant werden. Lei. Wir haben es schon öfter gesagt, die Zukunft wird ARM sein und das ganze x86 mit den ganzen Overhead, den man sich von den letzten 30 Jahren mitzieht, weil man keine alten Zöpfe abschneiden kann, der wird halt x86 das Genick brechen. Irgendwann ist x86, und das ist ja das, der neue von Intel, der ist ja schon sehr arm, der ist ja sehr armlastig konstruiert. Ja, genau. Also, Weil die was. haben sich schon viel da kopiert und abgeschaut. Ja, genauso wie es auch AMD gemacht hat, also mit den unterschiedlichen Kerne, also du hast die Performance-Kerne, du hast die Effizienz-Kerne, das hat man sich ja Richtig. alles bei den ARM-Architekturen abgeschaut. Mit dem experimentiert ja Intel ja eh schon seit ein paar Jahren, leider halt noch mit einer Kerne, die noch nicht so sonderlich performant waren, also die vorherigen Linien. Dürfte halt jetzt so der Fall sein, wie es bei AMD vor einigen Jahren waren mit den Ryzen. Dass Intel jetzt einfach jetzt eine Architektur gefunden hat, wo es sich wieder ein bisschen ja, nach oben stemmen können. Konkurrenz belebt das Geschäft, also man will halt auch keine AMD als Monopolisten haben. Wobei die Frage ist halt immer noch, ist AMD ein Monopolist? Intel hat immer noch um Größenordnungen mehr Geld und vor allem mehr Geld fürs Marketing. Und vor allem mehr Geld, um Hardwarehersteller zu zwingen, ihr verbaut unsere Prozessoren und keine anderen. Das ist ja der Weg, den Intel immer so gegangen ist. Ist ja auch kein Geheimnis. Gibt Nein, es ja nein, das genug ist. Paper dazu und Berichte. Aber trotzdem ist es interessant, also dass man jetzt wieder auf Augenhöhe arbeiten kann. Also ich bin einmal gespannt. Also 20 Watt. Schon bei 20 Watt erreichte eine Lunar Lake CPU mit 8 Threads dieselbe Leistung wie ein Meteor Lake mit 22 Threads. Also sie haben ihren eigenen quasi übertroffen. Ja, ist schon nochmal gut. Das macht ja AMD, Apple ja auch so gern. Die vergleichen ja ihre M4-Prozessoren ja immer gern mit 25% schneller als Ja, M1 klar. Pro. Also ist 4 Jahre alte Ich Pendant. meine, du musst noch. Ja, das Eben. ist normal. Was ich gespannt bin, und auf das ist Wert doch jetzt leider nicht eingegangen, sind die erstens einmal die GPU-Leistungen. Da bin ich mal gespannt, was die integrierten Grafiken für Leistung bringen. Und was die TPU für Leistung bringt. Weil, wenn man jetzt vergleicht, dass ein MacBook M3 mit M3-Prozessor kommt auf 18. Wie heißt das? 18 Mops, Tops, Tops. 18 Millionen 18 Tops oder Tops, sowas. ja genau, ja. M3 Tops, genau. Wie heißt das? Million Tops. Ich glaube, das sagst du einfach Tops, aber was da genau dahinter steckt, da geht es halt da wieder darum, wie 18 viel Tops, ja du genau. Das ist die Operationen pro Sekunde oder so, so 18 Trillionen Operationen pro ja. Sekunde oder sowas, ja. Irgendwie sowas in die Richtung. Genau, da bin ich mal gespannt, was da beim Intel rauskommt im Vergleich noch zu einem M3. Und wie sie es schaffen mit den ganzen Erweiterungen AVX, AVX 256, AVX 512, die ganzen Sachen, die sie so in den letzten Jahren in ihre Prozessoren eingebaut haben, um zu tricksen. Ob sie das da jetzt auch noch drinnen haben oder ob sie vielleicht wirklich einmal angefangen haben, so alte Zöpfe abzuschneiden. Weil du darfst nicht vergessen, alle Intel-Prozessoren oder die Intel-Prozessoren, die es so gibt, die haben zum Beispiel immer noch MMX drinnen. Kannst du dich noch erinnern auf den Intel Pentium 166 mit MMX-Technologie? Na, also, das habe ich irgendwann Die haben so aufgegeben. eine Sache nämlich Also, immer noch drinnen. aber wie viel hat derlei?
Also der hat gleich 18 Tops, Wer, oder der was? AMD? Der Apple. Der hat Ja. 18 Tops im M3, ja. Weil das ist jetzt witzig. Ich meine, ich hau das Thema jetzt auch gleich dazu, weil es eh wurscht ist. Weil es bringt ja jetzt Qualcomm den neuen, den kleineren Snapdragon X, die Plus-Variante raus. Und der hat nämlich vier, warte mal, was hat der? Der hat 45 Tops. Das Das ist der ja. Kleine. Yeah. Das ist jetzt die Frage. Ich rede jetzt vom M3, der im R drinnen ist. Also der ist nicht gekühlt. Ja, ich meine, die Tops, glaube ich, sein, weiß nicht, ob die wirklich ansteigen. Ja, wenn er zu Das. heiß hat nachher, also Nein, ich meine, ob du jetzt an M3 oder an M3 Pro, an M3 Pro hast, ich weiß nicht, ob da die Tops auch mitsteigen. Das weiß ich Ach jetzt so, nicht. ah ja, stimmt, das kann sein, weil es ist ja eigene Rechneinheit, ja. Ja, das weiß ich nicht, ob sich das auszahlt. Ja, ich meine, ist halt mittlerweile eine Messgröße, die auch am Schirm haben muss, wenn du einen Prozessor kaufst. Ja, das wäre halt jetzt vor allem wichtig, wenn sie noch Softwareprodukte bauen, die wirklich on-device arbeiten und nicht immer wieder alles in die Cloud schicken. Ja, aber ich glaube, du kannst ja auch an diese NPU auch andere Aufgaben, du kannst ja da auch was anderes noch Ja, da hinauslagern. kann man ganz viel hinauslagern. Also das schon, die können auch Grafikberechnung zu einer Sachen übernehmen. Ist ja relativ verwandt mit deiner Grafikeinheit. Du hast, glaube ich, noch einen Lesefu Ja, der zu kommt da später. Grafikkarten, gell? Das kommt da Ja, genau. später, ja. Ja, also auf alle Fälle sehr, sehr spannend, was da gerade passiert. AMD hat jetzt auch wieder ein bisschen was vorgestellt und die 9000er Serie oder so, 9000er Serie, die übertrumpfen die vorherige Generation noch einmal um einige Prozent und auch extrem effizient. Also, ja, ich bin einmal gespannt, wie das weitergeht. Also. Ja, was, weil du aber das Thema angesprochen hast, wir können danach gleich zu dem Thema springen. Grafik? Ja, das können wir eigentlich gleich hinspringen. Ja, noch machen wir das gleich, oder? Ja, machen wir das gleich. Ich poste jetzt beide rein. So, einmal, zweimal. Warum das? Weil wir jetzt gerade über Prozessoren geredet haben und sozusagen interne War ich schon Grafikkarten, wieder? also am Chip Ach, da, drauf, ja, habe ich schon. dass die halt auch immer besser wären und eigentlich das für viele, also jetzt habe ich Ach das so, glaube ich ja, doppelt okay, na reinkopiert, passt, oder? das filtert da eh wieder raus, passt. Okay, dass dadurch halt für viele irgendwann, ich meine, teilweise ja jetzt dann schon, externe Grafikkarten, also eine Grafikkarte, die du separat kaufst, diese großen Kästen, eigentlich komplett überflüssig wären. Ich sehe es ja da, weil der zweite Artikel ist ja darum, du siehst es ja bei diesen ARM-Prozessoren, du kannst relativ viel damit spielen und das ist keine Grafikkarte dabei. Eigentlich keine separate. Also die ist am Chip drauf, funktioniert richtig gut. Ja, also ich glaube auch, dass das mit den großen, mit den fetten 400 Watt Grafikkarten sterben, also nicht sterben wird, aber ich glaube, du wirst mit den integrierten immer besser spielen können. Und ich nehme jetzt als Vergleich jetzt noch einmal das in der letzten Sendung erwähnte Steam Deck her. Ist ein gutes Beispiel in dem Fall, ja. Da läuft alles, da ist keine dedizierte Grafikkarte, da ist kein Voodoo 3 3000 oder GeForce 570. Voodoo 3 3000. Keine Ahnung, da ist Das keine ist AT-Grafikkarte drin. die Voodoo 3 und die AT, ja. Da ist ein Prozessor und mit einer Grafikeinheit drin und das läuft gut. Und man muss bedenken, der Chip, der da drin verbaut ist, ist aber an sich schon wieder 3 Jahre alt. Und moderne Spiele laufen auf dem. Wenn es jetzt sowas wie Talos Principle mit Mühe und Not 30 Bilder die Sekunde haltet. Aber es geht. Und die ganzen integrierten Grafikkarten, die werden immer besser. Und das heißt, diese ganzen Das ist richtig. Gaming-Sachen werden irgendwann einmal beim PC wegfallen. Und du wirst da dann in Zukunft wahrscheinlich keinen fetten Gaming-PC mehr hinstellen.
Jetzt tut es mir leid für alle, die eine fette RGB-beleuchtete Wasserkühlung drin haben, UV-Licht und Blitzfunktion und Glastür und alles drum und dran. Nein, in Zukunft wärst du wahrscheinlich nur noch so ein rundes Gehäuse benötigen, keine Ahnung, so groß. Und da ist alles drinnen: Netzteil, Prozessor, Grafikeinheit, RAM und M2-SSD. Ja, Das ließe sich in gut, so ein Gehäuse es. unterbringen auf Mac Mini Größe und du hast Gaming-Leistung. Ja, das ist. Ich meine, es ist natürlich ein Punkt, gibt es natürlich zu beachten, das stimmt. Da höre ich schon manche. Du kannst natürlich dann, du musst halt dann immer den ganzen Chip tauschen. Also es gibt dann nicht, du kannst nicht Chip oder sonst was tauschen. Und beim Pech hast sein, ist die SSD ja noch Das draufgelötet. kann sein, muss aber nicht sein. Du, 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 Ja, du. nein, also Ich habe das. zum Beispiel jetzt schon ein Mainboard verbaut. Da ist der RAM und die SSD, die sind nicht verlötet, die sind ganz normal aufgesteckt. Die SSD ist ein M2, die ist aufgesteckt. Das Mainboard ist klein. Sowas gibt es als Mini-ITX oder DTX in einer 15x15 cm Größe. Da kannst du ja schon, wenn da irgendwann mal so richtig, wenn die Grafikeinheiten noch besser werden, da kannst du wirklich auf an so einen Würfel, an so einen PC bauen und den gleichzeitig aber auch modular lassen. Bei ARM-Chips, also ich rede jetzt von x86, bei ARM-Chips war es nicht. Da wird es halt so sein, RAM und Chip werden fix drauf sein, aber so ein M2-SSD muss nicht fix verlötet sein. Das Mücke Na, die muss nicht kann. von, aber ist wahrscheinlich. Schauen wir mal. Also das bei so einem Gaming-PC sehe ich das jetzt nicht unbedingt als zwingend, dass da die Hersteller drauf aufspringen, dass die das so integriert machen. Da gibt es auch keinen Grund, das zu machen. Ja, ich hoffe mal, Ja, aber ich sag so, normal machen sie es ganz gern. bei Grafikkarten hast du halt über die Jahre halt, wenn du jetzt alle 3 Jahre neue Grafikkarten kaufst, das Problem, du musst. Kaufst du schnellere Grafikkarten? Keine Ahnung, Nvidia 4090 oder 5090 oder wie die nächsten dann heißen. Dann wird das nächste Limit sein: Scheiße, wir fallen ins CPU-Limit. Okay, dann brauche ich eine neue CPU. Ah, aber dann brauche ich wieder ein neues Mainboard. Ah, dann brauche ich einen neuen RAM, DDR6 RAM. Ah, dann brauche ich ein neues Netzteil, weil die neue Grafikkarte saugt 800 Watt. Fassen wir es ganz kurz zusammen, dieses Upgrade oder diese Upgradability, was man beim PC denn so gern andichtet, Die gibt es nicht mehr. wer macht Eben, das? das. Na, vor allem, wer macht denn das wirklich? Weil du, wie du es gesagt hast, du tauschst die im Prozess, dann brauchst du einen neuen RAM, dann brauchst du das und dann brauchst du ein neues Motherboard. Dann kaufe ich gleich einen Und neuen PC. dann kannst du sagen, okay, ich verkaufe den alten und kaufe mir einen neuen. Ja, genau, Und um das geht's. du steckst die M2-SSD um. Ja, genau, um das geht's mir, ja. Und Das da muss ist. ich sagen, ja, okay, ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe ja bis heute nicht Case-Modding oder sonst irgendwas, aber wurscht, ist halt eher Kunstform und Spaß. In der Hinsicht verstehe ich das voll und ganz, wenn man das selber macht, selber designt, sich selber was überlegt, aber so die ganzen, wenn man sich heute RAM und wenn man sich heute dann selber einen PC zusammenstellen kann, hat eigentlich jede Komponente, die man kaufen will, LEDs. Die Grafikkarten ist Netzteil, der RAM, die SSDs, die haben Ja, LEDs, alles blinkt, brauche ich alles nicht. kannst du aus- und einschalten. Puh, ist ja wurscht. Ich möchte da kein Tower mit Glasplatten drin haben, sage ich ganz Na, ehrlich. überhaupt nicht, ja. Ich will einfach, dass das Ding, wenn leise ist, und das soll gut gedämmt sein und mir wurscht. Und wo halt da so ein PC mit seinem modularen Aufbau vielleicht noch was bringt, ist, ja, wenn du dir quasi ein Home Lab baust und deine eigenen Server betreibst, das ist aber eher als ein ganz ein. Das ist dann wirklich ein Sonderfall. Da gibt es nicht viel und das ist auch nicht der Markt, der das Geld bringt. Die Grafikkarten, die Spiele, die redet jetzt so von ganz normalen Casual Gamer, für die wird in Zukunft möglicherweise ein Prozessor, ob es jetzt x86 ist oder ARM, mit integrierter Grafikeinheit reichen, so wie für mich jetzt momentan ein Steam Deck vollkommen ausreicht. Die Enthusiasten, die werden immer noch ihre 3.000, 4.000 € PCs bauen zum Zocken. Aber mit den Enthusiasten, das ist ein kleiner Markt, aber das sind halt die Wale, mit denen macht man das große Geld.
mit denen macht man das Geld, weil denen kann man ohne Probleme 1500 Euro für eine Grafikkarte aus der Tasche ziehen. Warum nicht? Ich Ja, brauch's nicht. was halt, ich meine, die Sache wird das sein, weißt du, diese Enthusiasten, das ist halt nicht die Masse. Eben, das ist genau das, ja. Und das, du merkst ja bei Nvidia, Nvidia ist ja eigentlich die Gaming-Grafikkarte ziemlich wurscht. Mittlerweile ja. Weil die sagen, okay, wegen Depolite, was interessiert es uns? Genau. Wir machen es zwar noch, aber ja. Ja, so sagen wir mal so, also Nvidia ihre AI-Grafik, also ihre AI-Beschleuniger sind quasi aus der Grafikkarte außer geboren worden mit den Ja. Shader-Einheiten und jetzt sind die Grafikkarten quasi das Abfallprodukt von ihren AI-Einheiten. Genau, Ja. ja. Ist gut, wenn man eine teure Grafikkarten haben will, die bis auf den Anschlag massig Leistung bringt, dann holt man sich ein Nvidia. Wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, dann holt man sich ein AMD. Und wenn man eigentlich Obwohl AMD ja schon angezogen hat vom bei den Preis her. Enthusiastenkarten auf alle Fälle, aber AMD hat zumindest was noch im mittleren und unteren Preissegment. Das hatte Nvidia ja absolut nicht. Ja, schauen wir mal, was kommt auf die Battlemage-Grafikkarten Da von war der Intel. dritte Player noch im Bunde dabei, ja genau. Und wenn man Glück hat, vielleicht dann ARM-Prozessoren in Zukunft. Ja, Wären super, weil dann sparst du den ganzen Semmel. und ich sag so, ich glaube, dass das strategisch vielleicht sogar noch einmal, vielleicht noch wirklich noch mal eine ganz andere Richtung einschlagen wird. Nämlich AMD hat ja ein bisschen Erfahrung im ARM-Sektor. AMD hat ja ein bisschen Erfahrung mit Grafikeinheiten für Notebooks, vor allem für Apple Notebooks, wo ja ewig lang waren die AMD-Grafikkarten, Grafikchips verbaut. Also bis hin, bis zu den, bis ARM, bis Apple dann umgestiegen ist auf ihre eigenen Apple Silicon Prozessoren. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es interessant, dass es in die Richtung gehen könnte, dass manche ARM-Prozessoren dann mit AMD-Grafikbeschleunigern daherkommen, mit Grafikeinheiten. Kommt drauf an, kann auch sein. Du kannst theoretisch, du kannst's verschmelzen. Es wird gehen, wahrscheinlich wird es aber Qualcomm vorher machen. Mit AMD. Mit AMD oder Nvidia, wer immer will. Ja, ich glaube, Qualcomm wird mit dem Video nicht viel machen. Wüsste nicht, also wenn Nvidia Interesse hat, schon. Ja, also es wäre auf alle Fälle interessant. Also ich bin es eher leid. Also ich will ja auch keinen fetten Desktop mehr haben, irgendwo umstehen haben, der eigentlich eh nur Staubfänger ist und dann wird er eingeschaltet und bläst einmal den Raumstaub auf und durchs Gehäuse durch und hinten wieder aussehe. Ich meine, Nur weil man eine Runde zocken will. wir haben eh vorher kurz geredet. Ich bin halt mittlerweile, was ich halt echt schätze, ist nach wie vor dieses Cloud Gaming. Ich finde das nach wie vor, das ist das Einfachste, was es Das wird gibt. auch eine Alternative sein, aber ich würd mich nicht von einem Service abhängig machen. Ja, ich finde, GeForce Now ist echt Ja, gut. aber trotzdem, ich will mich nicht von einem Service zwingend abhängig machen. Naja, das Gute ist das, du hast ja bei GeForce Now, das Spiel bleibt da ja. Bis wann? Naja, das Spiel hast du ja wirklich gekauft bei Du Steam. hast die Lizenz gekauft, das Spiel zu nutzen. Also bei Nein, ja, Steam. bei Steam. Also. Ja, ich kaufe es ja bei Steam. Ich kaufe ja bei GeForce Now kein Ja, bei Spiel. Steam hast du ja auch nur die Nutzungslizenz gekauft. Ja, ich mache mir jetzt bei Steam komischerweise am Na, wenigsten Sorgen. klar. Das meine ich ja nicht, aber zum Beispiel bei einem System, das immer noch du selber besitzt, das bei dir Ja, steht, gut. da hast du deine Installer. Zum Beispiel, wenn du dir das Spiel bei Good Old Games gekauft hast, dann hast du deine Installer, deine Installationsdaten lokal. Du bist nicht einmal auf Ja, das Steam kannst du angewiesen, zum machen. Beispiel. Aber ja, das, wenn du dann gewisse alte Spiele hast und du willst die DVD nur einlegen in dein nicht vorhandenes Laufwerk und dann hast du irgendwo ein externes, du kannst ja das Spiel nicht mal mehr ohne den Launcher starten dann. Deswegen sollte man ja Spiele bei Good Old Games kaufen, da ist man jetzt nicht zwingend abhängig von irgendeinem externen Launcher. Ja, ich rede dann so, meistens sind es halt Spieler, die dann nicht bei Good Ja, Old Games irgendwann sind. landen sie ja alle dort, weil irgendwann sind sie alle good and old. okay. Ich meine, warte mal, lass mich mal schauen. Schau, Siedler. Sieler!
Was war denn das für eins? Ah, das haben sie sogar mittlerweile. Das war The Settlers Rise of an Empire, das haben sie sogar. Okay. Ah, das haben sie da. Mir gut zu wissen. Gut zu wissen, ja. Haus Ja, ich klar verstehe, eine, was das, was meinst. du Also, gerade ich will, möchte. gesucht hast. Siedler, oder? Ich habe Siedler gesucht, ja. Ah, oh, ja, Siedler. Übrigens, hast du gehört, von Microsoft hat der Ding neu aufgelegt. Das. Ah! Scheiße. Was kommt jetzt? Remake. Ah, Recow. Remake. Ah, wie heißt es denn? Nicht Rise of Nations. Ah, ich finde den News ja nicht mehr. Age of Mythology. Ja, genau, stimmt. Ja, das habe ich mitgekriegt. Und? Ist es deins? Du bist ja so ein Strategiespiel-Nerd. Age of Mythology, ja, wo, ich meine, ich habe es neu nicht gespielt, aber normal dürfte es, glaube ich, ganz gut geworden sein. Ja, also es soll grafisch echt nett sein. Sie haben sich ein bisschen überhoben mit ihrer Premium Edition, die 5 € mehr kostet, wo einfach ein paar Bilder dabei sind, Ja, gut, digitale. 5 € ist jetzt verschmerzbar. Ja, aber trotzdem, die ist schon ein bisschen, sagen wir so. Naja, da waren andere Dreister. Das schon, aber nur für ein paar Bilder, weißt du? Für ein paar Bilder Ja, zuerst. gut. Is Legacy DT Portrait Pack, a nostalgic journey back to the origins of gaming greatness. Relive the glory days of gaming with this special pack, which offers players the option to use iconic DT portraits from the classic game that captivated audiences worldwide. Ja, Also gut. nix, es ist ja, es Na, ist aber eher. sonst könnte, also ich glaube, das ist ganz nett geworden, ne? Ja. Also ich weiß nicht, ich bin nicht so der Strategie Spieler. Außer Pizza Syndicate und Rollercoaster Pizza Tycoon. Syndicate war super. Ja. Und Rollercoaster Tycoon, ja, bis zwar ist Weltklasse. Ja. Und SimCity war noch cool. Und vor ein paar Jahren habe ich da noch so eine alte Auflage auf dem, so ein SimCity-Klon auf dem iPad gespielt, was auch ziemlich cool war. Aber sonst so Strategiespiele. Ja, Banished war ganz gut, aber das war einfach beinhart. Das haben wir, glaube ich, eh schon einmal erwähnt gehabt. Ja, mein Das Anno ist ist. also Anno ist sensationell gut. Mit Anno bin ich nie warm geworden. Siedler hat mir gefallen. Siedler war ganz witzig, weil es so putzig war. Anno war mir ein bisschen zu, weiß nicht, zu verschnupft. Also der neue Teil ist schon richtig cool. Also der Was? 18, was war es, 1800 und jetzt kommt ja einer im alten Rom. Genau. Es klingt ganz cool, weil ich meine, was super war, waren die Total War eigentlich meistens. Na. Ich weiß nicht, das sind so Spiele, du musst mich einfach viel zu sehr konzentrieren Und was halt wirklich gut und war, auswendig lernen. war Total War Warhammer. Na, Warhammer geht einmal gar nicht. Das Was hast du gegen Warhammer? ist nochmal wieder ein komplettes neues eigenes Universum, wo ich mich überhaupt nicht einfinden kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also Strategiespieler früher gern und eher wirklich so ein bisschen die schrägen, eben so wie Pizza Syndicate, Theme Hospital, Rollercoaster, Theme alle die was ein Hospital bisschen war gut, ja.
Alle, die was irgendwie ein bisschen an so einem bizarren Humor noch gehabt haben. Muss schon mal Two Point Hospital probieren. Das ist so ähnlich, glaube ich, wie Theme Das Hospital, ist, oder? ja, es ist auch ganz cool. Naja. Was gibt's noch? Ich meine, was auch Hammer ist, ist Factario oder Facturio. Factorio, ja genau, das ist ja jetzt aus dem Early Access rausgekommen, gell? Das glaube ich Wird ja schon vor lang kurzem raus, jetzt so. ne? Schon lang raus. Na, du, weil du war jetzt ganz groß überall echt Factorio. Jetzt geht's los. Und was auch Empfehlung ist, wenn du noch nie gespielt hast, ist Frostpunk. So, Frostpunk. jetzt werden wir schneller mal ein paar Links rein kopieren. So, Factorio. Frostpunk. Ja. Frostpunk. Ah, nicht Rost. Frostpunk hier. Frostpunk. So wie Cyberpunk. Frostpunk, ja. Aha. Altersverifikation. 1945. Ja, das ist ab 18, ja. 1945 bin ich geboren. So. Frostpunk. Oh. Super Spiel. Okay. Was geht's da? Ist Ah, schwer. na dann. Es geht simpel darum, quasi die Welt ist ein einziger Froschball. Und du hast die Aufgabe, du musst quasi so die letzte Bastion der Menschheit da aufrechterhalten und schauen, dass alles beheizt ist. Und du musst da irgendwann immer Entscheidungen treffen, weil es geht sich halt irgendwie nicht alles aus und dann werden die Leute irgendwie grantig und dann sterben zu viel Leute und dann brauchst du Friedhöfe und dann sind die irgendwann voll und dann musst du irgendwann halt auch so Entscheidungen treffen, was tust du jetzt mit denen, was Frostbeulen haben oder komplette Frostwunden, lass ich die überleben, das frisst natürlich Ressourcen oder sagst du jetzt, na okay, die lassen wir jetzt einfach sterben. Okay. Ja. Aber ist ein cooles Spiel. Cool. Kann ich empfehlen, ist echt gut. Nice. Ja, st für Strategie habe ich keine Nerven. Ich glaube, alles, was mir Spiele sind für mich mittlerweile nur noch zum Abschalten und alles, was mich intellektuell ein bisschen zu sehr fordert, ist für mich dann wieder schon zu viel. Na, Spiele sind für mich, gehören zu mir, für mich jetzt zum Life-Work-Life-Balance. Und Ja, daher, aber ich will einfach. Frostpunk kannst du schon spielen. Ja, das ist ja ein bisschen schwieriger. Ja, du willst ja nicht so was Leichtes haben, da schlafst du ja Genau, ein. das will ich. Ich will was Leichtes haben und dabei einschlafen. Ja. Okay. Du musst schon mal Ding, du musst schon mal so, was weiß ich, du musst Dark Souls anfangen oder Elden Ring. Bloodborne angefangen. Vor einigen Jahren. Ja, vielleicht sollte ich Sekiro Ich anfangen. habe Bloodborne angefangen vor einigen Jahren. Ich glaube, nach einer Stunde habe ich es weggetan. Weil in der Stunde Ja. bin ich, glaube ich, gefühlt 400 Mal gestorben. Also ich glaube, ich habe keine 5 Sekunden überlebt. Das Ja, ist ein Teil vom das Charme. ist charmant, ja. Gut, gehen wir weiter, oder? Bevor wir uns so zu sehr Ja. verhaspeln. Sag du mal was. Jetzt kommt etwas, das habe ich nicht einmal gewusst, dass das gibt. Ah ja, genau. Und es Da kennt. haben wir zuerst gedacht, das hast du jetzt definitiv einfach in die falsche Kategorie getan, aber es ist nicht KI, Nein, sondern nein, nein. Das. KI. Ja, es ist in dem Fall dieses Keychargen, also was ihr das kabellose Laden, wo man sein Smartphone oder sonst was drauflegt, das gibt es jetzt auch für Küchenutensilien und das finde ich eigentlich sogar eine relativ geile Idee, weil du kannst jetzt zum Beispiel deinen Mixer, dein
Pürierer, dein Kneter oder was weiß ich, was das halt auch immer sein mag, den stellst du auf eine Platte drauf, wo halt dieses Symbol ist. Warte mal. So, entschuldige. Gesundheit. Danke. Den stellst du auf eine Platte drauf und damit wird der mit Strom versorgt. Das heißt, du brauchst kein Kabel mehr. Soll jetzt bedeuten, du kannst damit dann hergehen und dieses Ding geht dann direkt quasi, du hast jetzt dann mehrere von solchen Geräten, wird wahrscheinlich dann so sein, dass es halt der Hersteller unterstützen muss und kannst es dann immer an einen fixen Platz stecken und hast dann immer Strom dafür. Ohne da lang Kabel anzustecken oder sonst was. Das hat was. Wenn du eine kleine Küche hast, kann das viel haben, ja. Finde es von der Idee her einerseits ziemlich cool, weil du hast halt, es ist ja wie ein, im Endeffekt wie ein Dingherd. Genau, Das wie ist ja im Endeffekt, Induktionsherd. ist es ja genau Ja. das. Ich meine, und was halt auch cool ist, mit diesem Standard, also dieser KI-Standard, der hat nicht gleich 15 Watt Soft, da kannst du 2200 Watt anschließen. Genau. Und das ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht. Ob, wobei eigentlich auch nicht, weil bei einem Na. Induktionsherd ist das ja auch schon erprobt und seit Ewigkeiten kein Problem. Nicht so viel Watt, meine. Ja, cool. Ja, und eigentlich geile Idee, ja. Wo gibt's sowas zum Kaufen? Wer macht das? Ja, da steht da bei den Armbild steht einmal Philips drauf. Ich meine, würde mich jetzt nicht wundern, wenn die das machen würden. Okay. Und da musst du schon sagen, ja, das, weil man kennt ja den Spruch bei so Küchenmaschinen, alles, was du nicht heraus hast, benutzt du ja nicht. Also alles, was nicht irgendwo da zugänglich ist, wird ja nicht benutzt. Das steht ja dann in einer Schublade und verstaubt. Ja, ich glaube, das kommt drauf an, oder? Ist es so? Also ich muss da sagen, ich meine, ich habe mal, ich habe zum Beispiel mal so einen Philips Entsafter gehabt. Ja, den verwendet man auch sehr Den habe selten, ja. Mir mal so einen ich großen. einmal benutzt. Ich weiß nicht, warum ich mir den eingebildet habe, aber das ist der, wo oben in Soft siehst und unten der Dreck rauskommt. Also schaut ganz cool aus. Und ja, den habe ich bestellt. Ich glaube, ich habe ihn einmal benutzt und vergessen, einen Deckel drauf machen. Dann war die Küche orange. Also für ungefähr 3 Milliliter Saft habe ich dann eine Stunde geputzt. Ich bin mal so bei dieser Werbung, wo sich der dann immer sagt, ja, drücken Sie Ihre Orange auch noch mit den Augen oder noch bei der Stirn aus. Kennst du das zufällig? Na. Ich glaube, das war der Saftenthafter. Es ist eine super Szene. Saft enthafte. Leid, das können wir jetzt nicht herzeigen. Das müssen können wir leider verlinken. Okay, verlink mal her. Wir tun uns als Ja. Link rein. Das ist so, da kommt der Troy McClure rein und sagt so, die Werbesendung. Super. Und da machen so, ja, drücken Sie ihren Saft auch noch immer so. Okay, passt. Dann schau's euch willkommen, ja. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Das ist so gut. Und dann kommt er noch, ja, und hören Sie sich diese Saftpresse an, flüsterleise, laut wie ein Traktor. So ungefähr bin ich mir vorgekommen, nachdem ich den Entsafter benutzt habe. Okay. Ich habe dann das gemacht, ich habe mir einen Kollegen geschenkt, der hat gesagt, er braucht einen Entsafter, habe gesagt, nimm meinen. Okay. Na, ich habe auch so einen, ich hab auch so einen Software, der war auch schweineteuer. Glaube ich, mit dem, das war vor 5, 6 Jahren, da haben wir auf unsere Äpfelbäume extrem viel Äpfel gehabt. Und da habe ich damit Apfelsaft gemacht. Also wirklich viele, viele Flaschen Apfelsaft habe ich mit dem gemacht. Es war eine, es hat dann auch einfach alles gepickt und war dreckig und es war schlimm. Und ich glaube, seitdem haben wir den nicht mehr wirklich verwendet.
Meiner Frau Das wird ist nachher halt so. nochmal eine kleinere Version gekauft, einfach nur mit so Messerlein. Das ist das Philips Smoothie Maker, glaube ich, um 50 Euro. Der ist deutlich öfter in Gebrauch, sagen wir so, weil der ist handlich klein und zack, aufstellen, Saft machen, fertig. Das ist halt das, alles was Aufwand ist zum Zusammenbauen. Ja, das ist halt schon, weißt du, wenn ich da 10 Minuten brauche, um den Scheiß betriebsfertig zu haben. Und was mir halt am meisten stört, dass bei diesen ganzen Maschinen nie die Reinigung irgendwie gescheit berücksichtigt ist. Ja, sicher, ja. Weil ich möchte eigentlich, ich sag da ganz ehrlich, wenn ich das Ding benutze, möchte ich fast alles in die Spülmaschine schmeißen Ja, können. immer. Und wenn das nicht geht, hasse ich schon. Ja, stimmt. Auch wenn es jetzt jemand wahrscheinlich sagt, ja, das soll ich nicht machen, ich werfe meine Messer in die Waschmaschine, in die In die Spülmaschine. Waschmaschine, das sollte ich aber nicht machen. Ja, nein, ich werfe meine Messer in die Spülmaschine, weil ich mir denke, A, ich kann sie nachschleifen und B, ja, dann kaufe ich mir irgendwann neue. Ja, aber gute Messer kauft man sich nur einmal, mein Ja, junger Freund. ich habe gute Messer und das funktioniert. Ja, Messer in die Spülmaschine. Ja, Es ist ich würde auch scheiße. sagen, eine damit, ehrlich gesagt, das ist einmal. Na, weißt du warum? Weil ich denke mir mal eins. Ich krieg die ja sonst nie. Wie will ich denn die sauber Aber kriegen? mit heißem Wasser, mit Spüle und mit einem Schwamm. Ja, bei den guten Messern hast du ja kein Spülmittel verwenden. Ja, mit was soll ich es denn waschen? Mit Luft und Liebe. Oder so, ja, mit einem UV-Reiniger. Ja, eben, aber da denke ich mir, ja, okay, schlussendlich bleibt es am Messer. Ja, nein. Und sowas kann man schleifen, das kann man zu einem Schleifdienst bringen oder was auch immer. Ich würde mein Messer nicht einmal zu einem Schleifdienst bringen, weil ich habe so, du kennst sicher die Dinger, wo so drei Schleifstationen hast und dann fährst du einmal durch die gröbste durch, wenn es sein muss, und sonst durch die zweite und dann durch die dritte. Weil ich fange nicht an, jetzt nur Schleiftechnik mit einem Schleifstein zu lernen. Na ey. Ja, weil es gibt von Scheiße, wie heißt das? Ach, wie heißt der extrem große bekannte Hersteller für Köchtöpfe? Le Na, Creuset, oh, Le Creuset, ein oder wie deutsches heißen die? Unternehmen. Miele? Kochtöpfe. WMF, genau, WMF? ja. Machen Ja, gute genau. Kochtöpfe. Beste. Kochtöpfe beste. Wir kriegen nichts gezahlt dafür. Aber die haben auch so einen Messerschleifer, der idiotensicher zu handhaben ist und funktioniert. Sagen wir so. Das bin ich mir sicher, dass die das haben, ja? Ja, weil der ist wirklich. Und den verwenden wir halt. Und wenn es ja mal wirklich nimmer gehen, die Messer, dann. Genau so, ich hab das jetzt geschaut, ja, ich habe auch genau so einen. Der schaut halt ein bisschen anders aus, aber Der der eigentlich macht auch schon genau wie das so ein Gleiche. Schwertgriff. So einen habe ich. Ja, genau. Also, die sind halt alle ein bisschen anders, alles super, ja, funktioniert, erfüllt den Ja. Job. Genau, so einen habe ich. Der schaut aus wie so ein Schwert. Eigentlich wie ein Schwert ohne Klinge. Genau, ja. Genau. Der funktioniert, ja. Genau. Und wenn die Messer einfach nicht mehr gehen, dann kriegst du den Schwiegervater, der ist passionierter ehemaliger, wie nennt man das? Forstarbeiter. Der weiß, wie man, der weiß, wie man Klingen schleift und dann wird der, schaut er über unser Messer drüber und dann ist das erledigt. Genau, ist so. Und ich sage irgendwann, ja, wenn sie wirklich fertig sind, dann kaufe ich mir ein paar neue. You're right. Und ich kaufe mir sicher kein 600 € Messer. Na, stimmt. Also, weil das ist dafür, dass ich einen schönen Schliff drin habe. Ja. Weil man eigentlich, okay, schlussendlich Nein, so nein, schneiden. 600 € Messer ist jetzt schon ein bisschen. Und vor allem, ich mag nichts mit Holzgriff. Na, warum? Warum sollte man ein Messer mit Holzgriff? Ah, ja, stimmt. Das hat es früher extrem viel gegeben. Nein, das, wir haben auch nur noch. Das sind die ganzen Fancy-Messer sind Ja, fast mit Holzgriff. ja. Und ich sage auch, du ist für mich, kann ich nicht waschen. Na. Ist jetzt auch nicht hygienisch. Also es ist jetzt so, dass in gewerblichen Küchen eigentlich alles Edelstahl ist. Alles. Ja, ich meine, Edelstahl es und gibt Kunststoff. anscheinend. Ja, also ich mag es auch nicht. Ich meine, also
Ich glaube, Kochlöffel sind in Holz sogar, glaube ich, haben sie sogar getestet, die sind mitunter gar nicht schlechter. Es ist halt einfach nicht erlaubt. Weil du mehr Poren halt hast. Genau, um das geht's ja, ja. Und mehr Bohren Ja, bedeutet mehr das ist. Platz für. Ja, es ist schwieriger, aber ja, ich bin ein Fan davon und ich hau halt gern alles in die Ja, Spülmaschine einfach. klar. Wann aber ich faul bin. Ja, hauptsächlich, nur deswegen. Ja, und Neurodermitis ist auf die Hände. Wenn ich zu viel Waschmittel oder die Spülmittel benutze, dann muss ich mehr Cortisoncreme schmieren. Warte mal, bei den Themen für alte, kranke, gebrechliche Leute, das kommt erst später, glaube Das ist unser ganzer Podcast mittlerweile. Der ist sponsert bei irgendeinem Altersheim. Naja, oder von Ratio fahren, würde ich mittlerweile fast behaupten. Na, das ist fast zu, das hast fast zur hippe Zielgruppe noch. Wir sind eher schon so bei, ja, pf, was machen wir? Wer macht denn Schlaftabletten? Wahrscheinlich auch Ratio fahren, oder? Die machen ja alles. Ja, also ich glaube, aber das ist der ganze Podcast, ist. Ja, das stimmt allerdings. So. Gut, jetzt warte, lass mich noch ein Thema machen, weil sonst bist du schneller fertig. Weil wir bei alten Leuten waren. Ha. Apple hat ja irgend so ein Keynote gehabt oder irgendwas. Ja. Und das Einzige, was mir eigentlich, wo man auch dachte, wow, das ist cool, ist ja jetzt, dass diese AirPods Pro jetzt wahrscheinlich von der FDA eine Zulassung als Hörhilfe kriegen. Oder als bedeutet. Somit, dass gerade in Amerika, wo Hörgeräte schweineteuer sein, Es sind auch bei uns Schweine teuer. ja, bei uns kriegst du aber ein Sie Krankenkassengerät. sind aber. Ja, okay, bei uns kriegst du auch, wenn du dir's, wenn du nicht mehr ausgeben willst, ein Krankenkassengerät. Dann Ja, kannst du und auch, dann das. kannst du aber gleich mit einem Hörhorn Na, durch die Menge laufen, weil die weißt Krankenkassengeräte was ja sind ja das. richtig große, klobige Dinger, oder? Na, 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 eben nicht. Weißt du, was das Orge ist? Dass diese ganzen Hörgeräteakustiker in dem Fall teilweise dir nicht sagen, was es alles für Kassengeräte gibt. Weil es gibt auch sehr kleine Kassengeräte. Nur musst du meistens extra dann noch fragen. Also das ist eher bei uns das Problem. Aber du kriegst zumindest irgendwas, weil in Amerika Ja, kriegst stimmt, du gar ja. nichts, wenn nichts zahlst. Und wenn man jetzt bedenkt, was das für ein großer Markt ist, ich meine, das geht jetzt natürlich nur bis zu einem gewissen Level der Höreinschränkung, Naja, es geht aber, glaube ich, es geht aber, aber glaube ich, auch für generell Höreinschränkungen. Jetzt, du musst nicht alt sein. Es, glaube ich, reicht schon, wenn du sowas hast wie ein Tinnitus oder sowas, könnte das theoretisch auch hilfreich sein. du brauchst einmal einen Genau, Gehörsturz ja, gehabt haben. genau, ja. Und jetzt reden wir Zum Glück davon, nie gehabt. AirPods Pro 2 kosten 300, 200 bis 300 Euro. Ja, sicher. Aber das ist halt nichts, was du den ganzen Tag in die Ohren drinnen haben willst, gell? Das sei halt auch mal dazu gesagt. So ein Hörgerät Naja, hab halt dann von der Laufzeit her dann halt auch schon ein bisschen länger. du hast ja das Hörgerät auch nicht 24 Stunden drin. Nein, das nicht. Das nicht. Aber halt doch länger als 3 oder 4 Stunden. Ja, ich verstehe, aber das macht für Apple ist das ja durchaus, das ist ja super sinnvoll, das was sie da machen. Also das ist ja Ja, super auf gescheit. alle Fälle. Ja, Apple geht ja schon länger auf den Gesundheitsmarkt und die wissen ja genau, dass man nur Und vor Kohle allem, machen du kann. bist halt gerade als junger Mensch, weißt du, Hörgerät ist eher, naja, du wirkst halt sehr alt mit einem Hörgerät. Und das kann halt dann sein, dass das den ganzen, das ein bisschen auflockert, dass du halt sagst, ja, okay, habe ich halt die AirPods drin. Ja, sicher. Ja, klar. Aber gerade jungen Menschen würde ich halt eher sagen, da ist besser vorsorgen und gar nicht so weit kommen lassen, dass man einen Hörsturz oder sowas kriegt. Na, Ich weiß, na, das. Hörsturz muss nicht unbedingt einmal zwingend etwas mit lautem Geräusch zu tun haben. Das reicht ja auch schon, glaube ich, hoher Blutdruck und so Zeug. Kann auch stressbedingt, kannst du auch einen Hörsturz Und kriegen. stressbedingt, ja, genau. Aber meistens trifft sie die jungen Leute ja mit hauptsächlich Musik und Konzerte. Und da kann ich sehr empfehlen, sowas, das ich nutze. Ich empfehle noch was, geht's nicht hin. Ah. So, und jetzt für Menschen, die im Leben doch hin und wieder gerne ein bisschen Spaß haben wollen, nutzt solche Gehörschützer. Ich hab mir da eine
von Alpine eine gekauft. 50 Euro. Das sind nicht angepasste, sind aber schon sehr, 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 sehr gut. Und sonst Hörgeräte, Akustika, die machen euch für 150 bis 200 Euro auch sehr gute angepasste. Wenn es bitte einmal auf ein Konzert geht, kauft sich die diese Over-Ear-Dinger. Die von die Bauarbeiter. Ja, ich meine, die kosten 15 Euro. Das geht auch, ja. Klar, also klar. Bevor ich jetzt gar nichts habe, sage ich, ja, ist mir das lieber. Gut, bevor ich gar nichts habe, dann stecke ich mir eine Oropax ins Ohr rein, also eine Schaumstoffgummis. Weil die großen Gehörschutz, die sind für Musikkonzerte eher nicht geeignet, weil die lassen ja zumindest gewisse Frequenzen durch, die du ja haben willst beim Konzert. Sie dämpfen aber alles, ich mein, nur. Ich habe ja nicht dazu gesagt, zu welchem Konzert du gehst. Ja. Bei gewissen Konzerten möchte ich die großen haben. Ja, klar. Dass sie wirklich nichts mehr hören. Das ist das Feine bei dir. Also würde ich jetzt, keine Ahnung, zu irgendeinem Metal-Konzert gehen, gibt's eigene Adapter, die Höhen mehr weg dämpfen. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf einen Rave gehen würde, dann gibt es einen eigenen Adapter, den man einstecken kann, der eher die Tiefen ein bisschen wegdämpft und die Mitten. Also von dem her ist das ziemlich cool, was ich da habe. Also für kleines Geld ein guter Gehörschutz. Weil ich bin, auf mein Gehör bin ich sehr, sehr... Also Augen und Gehör, das ist so das Zeug, auf das lasse ich nichts kommen, da passe ich extrem auf. Schutzbrille und Gehörschutz, auch beim Arbeiten in der Werkstatt, immer. Ja, soll er so ja sein. Da. Okay. Hin und wieder tue ich halt gerne ein bisschen laut Musik hören, aber das kompensiere ich dann wieder mit weniger laut Musik hören. Aber es ist ein Unterschied, dort mein Auto so ein bisschen die Mucke aufdreht im Vergleich zu einem Konzert, wo man direkt in der fünften Reihe steht, vor die riesigen Lautsprecher. Also es ist ein bisschen ein Unterschied vom Schalldruck her, sagen wir so. Gut. Dann. Semmer. Ja, warte hast mal, jetzt haben wir das. Kopierst du den Link noch geschwind? Ja. Gut, dann gehe ich noch zu was anderen. Ja, du hast ja einmal. Und du? Zwei. Ah, okay, scheiße. Ja. Ich habe nur drei. Also, in Frankfurt testet man etwas, das man, glaube ich, zuvor schon einmal getestet hat, die Paketzulieferung von Amazon per Straßenbahn. Zumindest von den Außenbereich in den Innenbereich rein. Ah, das war das. Ja, okay, davon habe ich gelesen, ja. Okay. Ich meine, prinzipiell eine gute Idee und dann von irgendwelchen Stationen dann weg mit Vorrat etc. Finde ich prinzipiell wäre es ja gar keine blöde Idee. Aber? Es ist so leicht umzusetzen, weil du hast ja die anderen Straßenbahnintervalle und das ganze Zeug, das ist ja sozusagen irgendwie, musst du das ja da... Das muss ich dazwischen irgendwie reinfädeln. Ja, du hast da irgendwie. Ja, das ist ja eine eigene Straßenbahn, die fährt, oder? Das ist eine eigene Straßenbahn, aber du kannst ja natürlich nur auf bestehenden Gleisen. Ja, klar. Klar, und dann hast du halt irgendwo auf einen getakteten Personenstraßenbahn, die auf einen Anschluss wartet von einer vorherigen Straßenbahn irgendwo einen technischen Defekt. Ich meine, das würde vielleicht nur gehen, wenn du fahren würdest, wenn die anderen nicht fahren, das heißt um 4 in der Früh oder sowas die Pakete reinliefern. Ja. Aber das ist halt, ja, das glaube ich ist das, was sie da versuchen rauszudüfteln, wie man das machen könnte. Ja, okay. Interessant. Du hast schon noch einen zweiten Link dazu. Ja, warum nicht? Es ist die Infrastruktur ist da, warum nicht nutzen? Ja, ich meine, wenn es geht, also ich bin gespannt. Aber Amazon sucht halt noch Wegen, bis 2040 zentral zu werden. Amazon hat ja ambitioniertere Ziele als Österreich, also nicht schlecht.
Das ist keine Kunst. Ambitionierte Ziele als Österreich hat, was weiß ich, er hat wahrscheinlich. Na, die FPÖ hat keine Wohl, ja, ambitionierten mal, Ziele. deren Ziel ist es, den Kanzler zu stellen. Das ist ja ambitioniert. Und wahrscheinlich. Ach, reden wir in 2 Wochen nochmal drüber. Ja, reden wir in 2 Wochen drüber. Ja. Ja. Mal schauen, ob wir da unsere Folge 88 nachholen müssen. So. Das kann passieren, ja. Ja. Gut. Na, aber ich finde es insofern interessant, warum nicht? Weil die Infrastruktur ist da. Wenn es jetzt darum geht, du hast draußen das Sammellager und die Pakete sollen in der Stadt ausgeliefert werden und die Tram ist jetzt dafür, da einmal alles in die Stadt zu bringen, dort zum Beispiel zu einem weiteren Versandlager, um es nachher von dem weg kleinräumig zu verteilen, ist das eine geile Geschichte. Warum nicht? Cool. Interessant. Ja, das ist so. Jetzt mache ich noch das Letzte, jetzt mache ich noch eins und nachher kannst du. Bluetooth 6 ist fertig. Was? Ja, der neue Bluetooth 6 Standard. Ich Ja, habe noch nicht einmal 5.3. jetzt gibt es 6. Heißt eigentlich das, was du mit AirTags machen kannst, kommt jetzt auch in Bluetooth Standard rein? Und Ah, UWB. ja, genau. Oder wie das halt. Ja, UWB kommt auch rein. Genau, Ultra das kommt Wideband, auch ja. rein. Ja. Und besseres Audio-Streaming und ich glaube, da gehen halt dann mehr so Spielereien. Ja. Latenz wird vor allem reduziert. Und ja, es sind dann sicher so ein paar Sachen drin, aber das wird halt jetzt auch mal ein bisschen angepasst. Latenz, ja, Latenz beim Audio-Streaming, ja, okay, das wird schon wichtig sein. Audioqualität muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, da ist das Einzige, wo ich jetzt öfter so mal Probleme habe, nämlich dass der Microsoft Teams Client, wenn ich den starte unter macOS und mit meinen Sony-Kopfhörer verbunden bin und Spotify horch und dann Teams start, dann schalten die Kopfhörer in Telefonqualität um. Und das meist Musik von Spotify hört sich dann an, als würde es am Ende der Welt übers Telefon abgespielt werden. Also ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob das eine Teams-Eigenheit ist. Ich habe es noch mit keiner anderen Software ist mir das passiert. Und das, jetzt würde es mich eben nicht wundern, dass wenn ich Calls mache, dass mir die Leute mit dem Kopfhörer nicht, dass mir die Leute nicht richtig verstehen. Weil Ob das nur na, am ich glaube, dass es Kopfhörer Teams liegt? ist, dass es am Teams liegt, dass du es um. Na, hör auf. Das der hat jetzt ein bisschen gebraucht. Ja. Ob das mit Teams und der Nutzung vom Teams-Client und dem Bluetooth-Stack irgendwie zu tun hat. Ich habe das nämlich noch nie woanders beobachtet, aber scheinbar ist die Audioqualität nicht. Und ich verwende bei Teams nicht. Ist Mikrofon von meinen Kopfhörer, sondern ist eingebaute vom MacBook, weil es einen besseren Klang hat. Ja, da kann es schon sein, dass da was Ja. durcheinander kommt. Also, ich weiß es nicht. Ich meine, ich kenne das nicht. Ich meine, ich verwende kein Spotify, das ist das Nächste. Ja, aber generell, und sei es halt am YouTube-Video, was man nebenbei laufen hat. Aber die Kopfhörer schalten instant um. Vielleicht ändert sich ja mit Bluetooth 6, was da brauche ich Bluetooth 6-Kopfhörer. Wann soll denn das kommen, das ganze Kasperltheater da? Oh Gott. Puh, warte mal, da steht. Also ist erst im nächsten Ja. Jahr. Ich glaube 5.3 stehen wir jetzt gerade, oder? Was kennen die denn in neuen iPhones? iPhone 16. Ich glaube Keine Ahnung, also 5.3, oder? irgendwann, da ich sag so, für mich gibt es leider große Versionen. 5, 6. Ah, okay. Bluetooth 2.0. Ich glaube 5.3 oder Wow. was, wow. 2.0, das ist schon eine Das ist ja Zeitl her. Zeit, ja. Reduzierte Latenz, flüssige und zuverlässige Audioübertragung. Link leer. UWB ist halt einmal auf alle Fälle interessant, gell? Und vor allem nachher mit der Ortung von allen Das möglichen ist nicht Devices schlecht, her. also das finde ich ganz eine gute Idee. Ja.
Das macht schon durchaus Sinn. Also, sowas Ja. schadet nicht. Gut, Vor dann allem der brauchen wir noch Schluss. keine eigene Implementierung von einem UWB, wenn es im Bluetooth-Stack sogar noch mitkommt. Also muss man ja nicht wieder was Neues erfinden. Wobei UWB eigentlich ja Standard ist. Also Ultra-Wide Broadband. Aber wenn es im Bluetooth schon drinnen ist, warum nicht? Gut. Können wir zu einem anderen Standard. Das wird jetzt kurz. Thread, das ist der Standard für Heim, nein, nicht nur Heim, für Home-Automatisierung, Heimgeräte, Thermostate, was auch immer. Das ist der Standard, den ja Apple ja auch implementiert hat ins HomeKit. Der ist jetzt auf Version 1.4. Es kommen neue Funktionen dazu. Es ist die Kommunikation mit Routern. Also die Router, also dein Netzwerk, deine Router und so weiter müssen es auch unterstützen und so weiter und so fort. Aber es wird halt alles noch ein bisschen einfacher und Kann ich einfacher zu dann konfigurieren. endlich, kann ich dann endlich, weil im Moment sind ja Mesh-Netzwerke so, du brauchst vom einen Hersteller das Gerät, damit du ein Mesh-Netzwerk bauen kannst. Das sollte eigentlich nicht sein. Naja, du brauchst zum Beispiel, ich habe Google Wi-Fi. Da kannst du jetzt nichts anderes dazu hängen, dass der ein Mesh-Netzwerk macht. Da kannst Ah, so manch, ja, ja. weil es ja kein, weil es ja das Google Wi-Fi Mesh Netzwerk ist, weil es Genau, eine aber. eigene Implementierung Genau. ist. Das heißt, jetzt in Zukunft, wenn ich zum Beispiel einen neuen Router kaufe, dann kann ich sagen, ah, jetzt kaufe ich den von dem Hersteller und in Zukunft hänge ich einen zweiten, der den Standard unterstützt, von einem anderen Hersteller dazu. Naja, da geht es jetzt eher um, ich glaube, da geht es jetzt nicht um, also ich glaube nicht, sondern da geht es jetzt nicht um Router und für deine Mesh-Netzwerke, um dein WLAN zu erweitern, sondern da geht es jetzt darum, dass unterschiedliche Smart-Home-Geräte besser ins Netzwerk einhängen kannst. Ah, okay, ja. Also dein Thermostat, deine intelligente LED-Birne, dein Kühlschrank, deine Waschmaschine, dein Messerschleifer, dein Thermomix, dein Qi-verbundenen Ah, okay. Okay. Semmelbrösel-Automaten. Da geht's Das ist Semmelbrösel-Automat. jetzt um die ganzen Smart-Home-Geräte, dass die sich leichter integrieren lassen, weil es ist momentan gar nicht so einfach. Aber wenn sie Thread unterstützen, sind sie nicht alle immer auf die gleichen Versionen, dann kämen sie sich untereinander ins Gehege, nur einer kann sich dann mit einem Ja, okay, verstanden, mit verstanden. dem Base-Modul verbinden, dann brauchst du einen Adapter, damit der auch wieder ins Base-Modul sich einhängen kann und so weiter und so fort. Ja. Ja, na, okay, ich mache das, geht da wirklich jetzt, das Nein, passt schon, ja, also da geht es verstanden. leider nicht um Mesh-Netzwerke, Okay. aber eigentlich haben wir bei den ganzen Mesh-Routern mittlerweile schon gedacht, dass die Ich weiß es nicht, ich habe einen das Google Standard Wi-Fi. nutzen. Ich habe das Google Wi-Fi, das glaube ich ist mittlerweile auch, heißt das auch wieder anders, das ist halt schon älter. Und die tauscht sie nicht aus, weil sie eigentlich nach wie vor gut funktionieren. Und das Zeug ist ja gar nicht so günstig meistens. Ja, was ja. Also ich glaube mittlerweile hat TP-Link ja was. Warte mal. Wobei ich bin ja da eher so Mesh-Netzwerke, das ist mir immer noch ein bisschen zu. So, ich verstehe es nicht. Das muss ich ja nicht verstehen. Das ist ja vollkommen okay. Ich bin da eher. Ich hab meinen Access Point, ich habe mein WLAN und ich stelle irgendwo in einem anderen Raum einfach einen Repeater hin. Du Naja, verstehst, das ist das ist ein halt. Repeater, Na, den klicke das ich ist halt an, dann verbinde uncool. ich mich mit dem WLAN und Na, dann. weißt du, was halt das Coole ist beim Mesh-Netzwerk? Jetzt hast du zum Beispiel, mein WLAN heißt, was weiß ich, Klaus. Warum? Ich habe einmal da gerade Klaus gesagt. Ist ja wurscht. Warum? Mein WLAN heißt halt das Beispiel, ist heißt nicht so, aber es könnte ja Klaus heißen. Ja. Übrigens, den coolsten WLAN-Namen, den ich je gesehen habe, war Obi-Lan Kenobi. Ja, der ist gut. Der ist wirklich gut. Oh, ich komme gerade in Versuchung, mein WLAN umzubenennen. Leider zieht das ein Rattenschwanz an Problemen nach sich. So,
Und jetzt ist halt das Coole bei einem Mesh-Netzwerk, jetzt hättest du, nennen wir es OWLAN Kenobi. Jetzt hast du halt, sagen wir, in einem Stockwerk OWLAN Kenobi und OWLAN Kenobi 1. Na, das habe ich nicht bei meinem Repeater. Okay, das hast Na, du bei das deinem hast. Repeater nicht. Was jetzt noch beim Mesh-Netz, aber trotzdem, du musst die dann über den Repeater einwählen, wenn du da unten bist. Ich hab da bei mir nachher nur das Problem, es gibt nachher quasi zwei Netzwerke, die, also mein Netzwerk heißt Jochen und ich habe einen Repeater, also Space, also das eigentliche Netzwerk heißt Jochen und beim Repeater heißt es auch Jochen. Bei mir ist dann nur lediglich das Problem, fürs Handy gibt es nachher zwei Jochen und es kann sein, dass das Handy oder das Notebook in das einhängt, was aber schwächer ist. Genau, das ist so. Und das ist der Vorteil beim Mesh-Netzwerk. Du hast jetzt quasi, du stellst da einen Router auf, das ist einmal einer. Und wenn einen zweiten dazu stellst, klinkt sich der dazu rein und dann hast du einen größeren Kegel, wo du das gleiche Netzwerk hast. Und das heißt, es ist dir wurscht, wo du bist, du kriegst immer im Ja, besten okay, ja, Empfang. das ist beim Mesh wahrscheinlich fein, Und jetzt kannst du einen dritten dazu stellen, einen vierten und das quasi, das Ganze erweitert sich dann von ja, selber. okay. Und das heißt, du hast allein einen WLAN-Name und dir ist jetzt wurscht, ob du jetzt oben unten im Haus bist oder in einem anderen Raum der Wohnung. Du hast immer das gleiche WLAN und es funktioniert immer Ja. gleich. Okay. Also das ist halt der Vorteil von einem Mesh-Netzwerk. Und die kennen Hersteller untereinander, da haben sich da Was? Schwarmitten Ich verbinden. glaube, das geht gar nicht. Weil ich weiß, dass die Asus-Geräte das können, aber das heißt, ich brauche da ein Asus Richtig, das ist das Gleiche, Mesh. wenn du von Fritzbox das hast, brauchst du die von Fritzbox. Das ist ja Arsch. Das heißt, da gibt es keinen Also Standard. ich weiß nicht, ob sich das. Dabei sind die Kack, ist das Wi-Fi ja eh schon so durchstandardisiert mit Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, jetzt Wi-Fi 7. Ich meine, du kannst da einfach von TP-Link mittlerweile um 100 € so drei Router, also drei so Mesh-Router kaufen. Ja, sicher. Aha, unterstützt Mesh, Meshband, Mesh, geteiltes Mesh, unterstützt Ja. Mesh. Aha, es gibt Mesh-Standards, aber eigentlich gleich Ohren. Und den unterstützt Google und Tender und Synology. Ja, da sind wir gleich mal in einem Bereich von 130 bis 300 € unterwegs. Das ist der Standard wahrscheinlich. Und dann gibt es Geräte, die Mesh unterstützen, mit einem separaten Band zum Beispiel. Und die werden alle mit Zyxel, Ja, du kannst UI, auch die. Synology, QNAP, und die werden untereinander nicht reden können wahrscheinlich. Ich verstehe. Vielleicht bin ich deswegen bei die Router, bei die Repeater besser aufgehoben. Ich meine, du kannst dann natürlich, glaube ich, die allerbesten sein, wenn die sind dann richtig teuer. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, wie die heißen. Ubiquiti? Ja, irgend sowas, genau. Irgend so heißen Unify, die. ja, Ubiquiti, die Unify, ja, Ja. das sind die, ja. Das ist natürlich, da ist das Neueste vom Das Neuesten drin. ist, das ist, das sind aber auch die Teile, die noch ein Power over Ethernet haben, das heißt, Ja, genau, da hast du alles drin. Also da hast du wirklich die alles hängst auf drin. den Switch, die kriegen Strom vom Switch, da Und hast nur ein Kabel, die machen was dann. perfektes Mesh, ja, das ist aber. Und was es dann auch noch gibt, das ist auch sündhaft teuer. Du kannst auch noch Aero nehmen. Die sind halt auch sündhaft teuer. Ja, okay. Ich meine, die haben dann halt natürlich Wi-Fi 7, das ist alles, also das Neueste vom Neuen drin, kostet aber auch drei Router, kosten $1.700. Ja, ist bei Ubiquiti, also bei den Unify-Sachen ja genau das gleiche. Die sind teuer. Ich meine, das ist wirklich, das ist richtig teuer, es ist aber richtig gut. Das ist aber auch etwas, was man, keine Ahnung, jetzt angenommen, du bist jetzt in der Situation, du hast jahrelang gespart, mit der Frau, Kinder sind geplant, du planst ein Eigenheim. Nachher ist das etwas, was man bei der Planung schon gleich berücksichtigen muss, sowas. Na, weißt du was dann, wenn du wirklich, und das verstehe ich bei den meisten, die neu Haus bauen oder irgendwas oder eine Wohnung sanieren,
Leg's einfach Ohne Ende Leerverrohrungen. Leerverrohrungen eine, ja. Ja, und leg vor allem, wenn du wirklich Netzwerksteckdosen machst, leg die neuesten Kabel rein, die es gibt. Weil für den Privatgebrauch hast du eh bis zu deinem Ja. Lebensende ausgesorgt. Das Weiß nicht, was ist denn das neueste? sieben. K7, ich glaube, ich habe damals in Lienz K6 eingelegt Ja, oder ich habe sowas. K6 eh teilweise verlegt, auch bei mir. Ja, oder sowas, ja, und das reicht dir privat ein Naja, Leben lang. oder gleich auf Glas. Dann wird es halt teuer. Ja, das, vor allem das kann ich halt nicht mehr Das selber muss legen. einblasen, ja. Aber Ja, das, ich meine, für Privatgebrauch ja. reicht K6E. Und da reicht, und eben, das muss man, und da verstehe ich einige nicht, die jetzt kennen, die selber gebaut haben und umgebaut haben, saniert haben, die beachten das nicht. Und ich lege einfach in jeden Raum zwei Leerverrohrungen, eine an die Wand und eine an die Decke oben über der Tür. Eine Leerverrohrung und alle Leerverrohrungen, alle diese Netzwerkleerverrohrungen gehen irgendwo in einen Kellerraum rein. Am besten irgendwo, wo die Telefonleitung rauskommt. Und dann ist der Plan, dann stellst du dann irgendwann einfach einmal an so einen 30-Port-Switch eine mit Power over Ethernet, der kostet 400 Euro, ziehst die Kabel durch und oben in jeden Raum einfach über der Tür so ein Unify-Router eine, fertig. Da ist nur ein Kabel, der holt sich den Strom vom Switch, gleichzeitig holt er sich das Internet vom Switch. Und du hast im ganzen Haus WLAN und deine Ruhe. Ja, vor allem, du kannst ja theoretisch dann in jedem Raum dein Gerät, ich meine, wenn es jetzt ein Laptop oder sonst was ist, sogar mit Kabel noch anstecken. Genau, Wenn deswegen, du Netzwerksteckdosen wenn eine machst. Netzwerksteckdose ist ja bei mir ist ja bei mir im Büro ist alles Kabel. Also der Laptop ist nur nicht am Kabel, wenn ich damit am Sofa sitze. Ja, ich meine, ich sag so, heutzutage, du brauchst nicht mehr unbedingt das Kabel, also es ist WLAN schon richtig gut. Ja, der Durchsatz übers WLAN ist besser, die Latenz übers Kabel ist besser. Ja, das ist richtig, aber im Regelfall kannst du halt über kabellos das schon, Eben, schaffst das schon. genau, aber irgendwo. Außer du bist natürlich, okay, wenn Server oder dein Ding auch noch dran hängen hast und du sagst, du arbeitest direkt am Server drauf, ja, dann ist das Kabel vorteilhaft. Ja, natürlich, wenn Und du vor allem bei Monitor. großen Datenmengen. Wenn du jetzt wirklich sagst, ich habe unten da meine Festplatte, auf der ich alles Dein habe und NAS und so, ja, gut, ich schneide Videos drüber, okay, na, ja, beides, passt. das ist teilweise über wie viel schneller? Kommt drauf an, ich glaube, wenn jetzt 4K-Video schneidest, wird das Dann Kabel brauchst du besser, aber gell? Glas, dann brauchst du wiederum Ja, Glas, dann brauchst natürlich. du einen Switch Ja, mit Glas, klar, ne? dann bist du wieder preislich wieder ein bisschen auf einem anderen Level unterwegs, Ja, ein weil bisschen. 1000 Gigabit. Na, warte mal, 1000 Gigabit, 1000 Gigabit, ja, genau. 1 Gigabit, das ich da jetzt überall habe, das habe ich mit dem WLAN eigentlich auch fast schon. Hast sicher, ja, kriegst hin. Ja, aber gut, ich sitze jetzt da auch 2,5 Meter vom Router entfernt, also. Also, ich sage immer, man soll es realistisch berechnen, weil zum Beispiel, wenn du jetzt Wi-Fi 7 kaufen Ja. würdest, wie viele Geräte besitzt du, die Wi-Fi 7 Um das geht's unterstützen? ja. Na Kein und nochmal, einziges. also wenn man saniert, wenn man baut, man muss sich immer ein bisschen, nicht immer nur auf Licht und Steckdosen und so weiter denken, sondern auch ein bisschen das einplanen. Eine Leerverrohrung kostet nichts. Na, vor allem, wenn das Ding, wenn du wirklich oder wenn du im Boden rausreißt oder irgendwas, das ist dann wurscht, das kostet wirklich wahrscheinlich 300 Euro als mehr. Ja, eben. Das wollte ich gerade sagen. So Leerverrohrung kostet nichts. Du musst ja kein Kabel einziehen. Erst wenn du es brauchst. Ist Ja, wurscht. aber Aber dann du hast du hast es einmal. zumindest eine Dose und du hast eine Leerverrohrung und dann kann immer noch nachrüsten. Ja, und vor allem, das ist ja auch das, Leerverrohrung auch für einfach Strom. Irgendwann kommst du drauf, ich brauche irgendwo eine neue Genau, Steckdose. ja. Und dann wünsche ich, weil das schaut halt immer scheiße aus, wenn du dann die halbe Wand aufstemmen musst dafür. Been there, done that. So, das bin ich schon, habe ich schon durch, ja. Und sonst kannst du es auf Putz legen, das schaut Das noch schaut noch geschissen geschissen aus. aus, ja. Und dann kannst du sagen, okay, weißt du was, scheiß Ja. Na, stimmt, ja. Also, das sollte man nie unterschätzen.
und immer einen Also, Plan. wenn Ne? jetzt in einer Mietwohnung lebst, okay, hast Pech gehabt, ne? Ist halt wie es ist, aber das ist ja nicht deine. Mach du gleich da weiter. Dann. Ja, habe ich, hätte ich Ah, okay, vorgehabt. passt. Es ist eh kurz und zwar, ich habe es ja Ja, schon habe ich gesagt. reingepostet. Es ist mittlerweile so, statt Phishing gibt es jetzt Quishing, Das das habe ich heißt noch QR-Code-Phishen. nie gehört. Ich habe es auch noch nicht gehört, aber das ist mittlerweile, wo das sehr gern gemacht wird, ist bei Ladesäulen für Ah, das war Elektroautos. das, ja, genau. Das ist gut. Wird da gern per Brief was versendet, was man scannen soll. Und das ist eigentlich irgendwie das Neues, wo man sagen muss, ja, okay, verstehe jetzt, dass da ein paar reinfallen. Vor allem bei der Ladesäule ist es echt gewinkelt. Weil die kleben das halt echt schön über den schönen QR-Code drüber. Ja, aber da kommen wir gleich zum Wurzel allen Übels, nämlich die verkackten Ladesäulen mit ihren eigenen Zahlungsdienstleistern. Wenn man an einer Ladesäule so einfach tanken könnte wie bei einem ganz normalen Benzin- oder Dieselautomaten, nämlich mit deiner Karte, also mit deiner Genau, das kommt jetzt, Girocard, das kommt jetzt eh. Also das ist jetzt eh dann das, was dann ich. war die Quishing-Problematik bei den Ladesäulen eh nicht vorhanden. Aber dass du bei jeder verfickten Ladesäule eine eigene App brauchst, dann einen Barcode scannen musst oder einen QR-Code, ja, Ja, und damit unterstützt man den Scheiße. da sonst, ich denke mal, es sind ja manche Sachen, ich verstehe ja, dass da wirklich Leute drauf reinfallen, die sind ja echt teilweise richtig gut nachgemacht. Naja, sicher. Du Aber musst den nicht einmal gut nachmachen. nein, das ist Ich glaube, nicht, das. aber manche sind richtig gut nachgemacht. Also das Ja. ist wirklich, es schaut fast eins zu eins aus. Aber ich sage da immer, ja, ich schaue da immer, wenn ich sowas kriege, ich schaue, auch wenn es jetzt ein Originaldokument ist, wo ich mir zu 99% sicher bin, gehe trotzdem dann zum Beispiel beim Online-Banking, logge ich mich selber Ja, ein und natürlich. wähle nicht den Link, der da in der E-Mail steht und schaue einfach selber nach. Und von deinem Online-Banking, wenn du bei einer halbwegs seriösen Bank bist, wirst du keinen Link kriegen. Richtig, es ist aber so, ich mache es zum Beispiel auch bei der ID Austria oder sowas, wenn du da irgendwas kriegst, dass dir irgendwas ins Postfach zugestellt worden ist, ich klicke nicht einmal den Ja, Link da stimmt, an. ja. Weil ich mir denke, okay, es ist jetzt nicht viel aufwendiger, das selber Ja. auszusuchen und ich habe halt eine Risikoquelle weg. Genau, ja. Ist zwar lästig, aber ja, man muss halt mittlerweile teilweise zweimal lieber nachschauen. Definitiv, ja. Und wenn die noch einer noch Zugangsdaten für irgendwas fragt, ja, dann kannst du sowieso zumachen. War eh jetzt, glaube ich, wieder. War eh wieder mal das Erfolg. Kärnten. Und interessanterweise immer Kärntner. Mehr Kirchenaustritte im Vorjahr. Schöne Nachrichten. Ah, endlich haben wir schöne Nachrichten. Schön. Und zwar. Das habe ich eh gestern erst wieder mal gelesen. Wo ist denn das? Finde es nicht mehr. Du meinst die PS5 Pro? Na. Es ist halt wieder jemand einmal drauf eingefallen. Hat da E-Mail gekriegt, hat da SMS gekriegt und ein paar Sekunden später gleich noch einen Anruf von der vermeintlichen Bank wegen einem. Wegen einer Fehlabbuchung und diese Fehlabbuchung hat sie nur korrigieren können, indem sie ihre Bankdaten telefonisch durchgibt. Das kann man eigentlich ja vergessen. Das kann man vergessen. Warum? Warum? Warum fällt man auf sowas ein? Und ich glaube, das war nur eine relativ junge Dame. Ja. Das ist ja bei mir so. Wenn bei mir das Handy leitet, hebe ich eh nicht ab, wenn ich nicht weiß, wer das ist. Also von dem her, ich bin da sehr sicher. Das verstehe ich mittlerweile. Also ich mache Ja. das. Das ist jetzt zwar, ich rufe meistens wirklich hinter, ich sage aber ganz ehrlich, die meisten Nummern google ich mittlerweile zuerst. Ja. Weil ich sage, ich habe keinen Bock mehr, da den 700. Sales Pitch mir anzuhorchen oder, weiß nicht, ich glaube, heute hat mir jemand auf die Mailbox gesprochen, der wollte irgendein Buch von irgendeiner Militärgeschichte haben. Von dir.
Ja, ich weiß nicht, anscheinend bin ich jetzt ein Online-Buchhändler. Ah, cool. Es hat mir, ich meine, das war sogar wieder nett, es hat mich sogar irgendeine Dame angerufen, sie wollte ein Ersatzteil für ein Trampolin haben. Habe ich gesagt, das glaube ich, haben sie bei wem online bestellt. Ja, das ist weird. Ich hab vor kurzem einen Anruf gekriegt von einer Skischule in Kitzbühel. Ich hätte angerufen. Kann es sein, dass jetzt wieder vermehrt so komische Abzock-Sachen unterwegs sind, die eine Nummer faken? Ich habe keine Ahnung, ich meine, was man mittlerweile ja noch aufpassen müsste, theoretisch könnten sie ja sogar Stimmen klauen für KI-Sachen, aber ja. Also wenn sich jemand einmal bei dir meldet mit einer ähnlichen Stimme wie ich und der Lösegeld ersucht. Also sagen wir so, wenn du mich anrufen würdest, wäre ich sowieso schon mal sehr, da wäre ich schon mal sehr skeptisch, weil du Nein, ich rufst schreibe nur. nicht an. Ja, also wollen wir eigentlich nicht erkennen, Na, stimmt ich was nicht. muss, also telefonieren ist bei mir nur im absoluten Notfall, weil es gibt nichts, was man nicht Das wäre in schon mal. zwei Sätzen in einen Text artikulieren kann. Oder in einer Sprachnachricht. Das ist noch schlimmer. Ich weiß, ich schicke da schon keine. Ja, es gibt, okay, ich finde, Sprachnachrichten kann da jemand schicken, wenn er gerade mit einem Auto fährt, verstehe ich. Ja. Okay, passt. Aber wenn das so der Standard ist, denke ich mal, Ja, bin ja nicht der Fan. na. Ja, aber ich weiß. Ist nicht, keine Ahnung. Also das vor allem was mir am meisten stört, ist, dass da, ich weiß nicht, kannst du nicht einmal irgendeine Regelung geben, dass die ganzen Scammer da nicht die Nummern dauernd kriegen. Weil die müssen ja irgendwo diese depperten Nummern erkaufen. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt meine Telefonnummer. Wie lange habe ich jetzt schon die neue? Ich glaube knapp 1,5 Jahr. Und an der neuen Nummer habe ich noch keine weirden Anrufe gekriegt. Aber auf der alten schlagen doch regelmäßig noch welche auf. Ja, du, meine Nummer ist mittlerweile, das kann ich vergessen, also die kriege ich nie mehr clean. Nicht? Oh, Scheiße. Nein, es ist unmöglich. Ich glaube, meine Blockierliste ist elends Ja. lang. Okay, na das habe ich zum Glück nicht. Ich habe halt schon wieder einen Anruf drauf, also eine Nachricht krieg auf der alten Nummer, zwecks irgendwie, ich kann mich da bewerben als Freiberufler, bla bla bla, und ich weiß nicht, keine Ahnung. Das Aber wahrscheinlich ist es halt genau das. ist nur Highlight war, Ein paar Leute fallen einfach drauf ein. das vor allem das Perfide ist ja, die Leute sind ja, die sind ja durchaus, die lassen ja nicht locker so schnell. Ich habe da zum Beispiel irgendwen gehabt, die wollten mal irgend so ein Coaching für erfolgreiche Selbstständige sein verkaufen. Und der hat immer wieder angerufen, hat immer wieder einen Termin ausgemacht. Ich meine, immer zum Spaß gesagt, nein, ich kann gerade nicht, der soll mich nächste Woche nochmal anrufen. Er hat dann wieder angerufen. Da habe ich wieder gesagt, ja, er soll mich nächste Woche anrufen. Und da habe ich irgendwann, hat er mir irgendwann eine Terminanfrage geschickt, um was es gehen wird. Dann habe ich das mal durchgeschaut, zum Kurzen, habe ich gesagt, ah, ihr macht so einen Scheiß, na, den könnt ihr nicht selber machen, den Scheiß. Ja, schön. Und dann? Dann habe ich nichts mehr gehört und ich hab darauf bestanden, dass er mich nicht mehr anrufen darf und er mir ja keine E-Mails mehr zu schreiben hat. Seitdem habe ich ja Ruhe. Ja. Bei dir ist halt das. Ich habe da als Privater eigentlich eine relativ gute rechtliche Handhabe gegen Cold Calls. Du als Gewerblicher nicht. Naja, also das ist die Frage. Also, und das ist mein. Die Nummer ist ja Basis. Ich weiß nicht, ha? Ich meine, es ist mir prinzipiell wurscht. Also, mich stört es jetzt nicht. Ich Es lege soll sonst einfach einfach auf. keiner anrufen, unerwünscht. Fertig. Ich meine, es kann mich schon jemand anrufen, aber dann soll er halt wirklich auch was Passendes von mir möchten. Also, zum Beispiel, wenn man jemand einen Wasserspender verkaufen will, denke ich mir, was soll ich mit dem Scheiß?
Aber klar, die rufen halt, die haben eine Liste, die rufen da 3000 Leute am Tag an, ja. Und irgendeiner wird schon den blöden Wasserspender kaufen. Ja. Und das ist halt leider der Status quo. Aber Wasserspender nur mit rechtsdrehenden Wasser und ionisierten Partikeln. Natürlich. Ja, das Wasser muss schon lebendig sein, weil kannst ja kein totes Wasser trinken. Na, das soll schon mit mir kommunizieren, das Wasser. Das Eben ist wichtig. ja. Sonst kann ich das nicht trinken. Ja. Gut, kommen wir jetzt zum Highlight-Thema dieses Abends, das Thema, auf das alle gewartet haben. Na, keiner, gell? Keiner drauf gewartet. Die PS5 Pro ist vorgestellt worden und Sony lässt sich nicht lumpen. Die PS5 Pro wird für 800 € in den Handel kommen, ohne Laufwerk. Ja, kannst du für 100 € das dazu kaufen. Dann hast du 900 € für eine Konsole ausgegeben, fallen noch 300 € und du hast einen ausgewachsenen Gaming-PC. Ja, richtig. Sigi auch so, das Ding ist halt einfach, ja, es wird sich verkaufen, also es wird sicher ein paar Enthusiasten geben, die kaufen die. Es wird nicht nur Enthusiasten kaufen sich Gaming-PCs. Es wird sich verkaufen, es werden genug Kinder in Papa und die Mama ewig die Ohren voll jammern, wie cool und wie wichtig die neue PlayStation ist für ihr soziales für ihr sozialen Stand in der Schule und so weiter und so fort. Und die Jungen und jungen Erwachsenen, die schon nebenbei Geld verdienen, aber zocken wollen, werden sich die kaufen. Sie wird Abnehmer finden. Nur finde ich, dass man jetzt konsolenmäßiger jetzt in Preisgefilden unterwegs sind, wo ich mir denke, what the fuck? Ja, das ist, ja, das ist, ich meine, Sony hat keine Konkurrenz. Ja, Microsoft hat verkackt. Nintendo ist eigener, ist kompletter eigener Markt, kannst du sagen. Die einzige Konkurrenz von Sony ist der Gaming-PC. Ja, und Cloud Gaming. Und Cloud Gaming, ja. Aber Aber natürlich die. das Problem ist, du nagelst die mit 300 € nagelst die fest, hast in dem Ökosystem keine andere Möglichkeit außer den Sony-eigenen Shop. Du hast nichts, du hast keine Möglichkeit. Third Party. Also, wenn ich jetzt Epic Gaming wäre, Epic Games wäre, würde ich ja jetzt langsam mal bei der EU eine Klage einbringen, oder? Ich will doch Epic Games da auch auf die PlayStation bringen. Viel Spaß. Ja. Das ist jetzt, wir kämen jetzt, Sony hat keine Konkurrenz, du hast es ja gerade selber gesagt. Na, Sony hat, weil Microsoft switcht auch mehr zum Gaming-PC. Die Xbox ist ein cooler Style, ich finde sie designmäßig, schenken sie Besser. sich beide nichts, sind eh beide hässliche Klumpen. Ja, aber die Xbox ist zumindest einfach ein normales Rechteck. Ja, genau, auf einem Würfel, Weil nicht ich meine, das muss man ja sagen, das ist für Sony, das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Ich habe die normale PS5. Und es ist, wenn du dir ich kriege auch kein Geld dafür, von dBrand dieses Case kaufst, wo das dann halbwegs normal ausschaut und der Lüfter ausgeschnitten ist, hast du die bessere Kühlleistung? Sony schafft das nicht. Wo ich mir denke, das ist ja ein Armutszeugnis. Deep Brand, Warte mal, wo? ich tue es da. Es ist wirklich, es ist erstaunlich, wie wenig da. Ah, oh. Also, es braucht erst. Nein, es braucht eine Zubehörfirma, die es schafft, eine Konsole dann zu machen, die noch nicht überhitzt. Ich meine, sie überhitzt jetzt nicht, aber dass das kühler damit läuft. Ah, okay. Weil Sony Coole das ja nicht Webseite. ausgeschnitten. Sony hat ja das nicht ausgeschnitten. Echt, echt. Nein, Scheiße. du für 800 € darfst du nicht viel erwarten.
Wenn die bei der 9 ist hoffentlich besser, aber das war halt bei der 5er. Ja, ich weiß nicht, ob es bei der 9 besser ist. Es war die PS4 Pro A lauter als die PS4. Ich Ja, habe du wärst lachen. eine PS4 Pro gehabt, also und Ja. die war schon ordentlich beim Also, du Schwitzen. wärst lachen. Ich bin wirklich beim Überlegen, ob ich mir für mein 5er für GTA 6 nicht einfach so eine Plates bei dBrand bestelle. Ja, sicher. Wo ich mir auch wieder denke, ja, okay, sind jetzt auch wieder, was kostet denn der Spaß? Sind halt auch wieder $60 plus Versand, weil das wird wahrscheinlich nachher eh noch einmal 30 Euro Versand kosten nach Oder Europa. du verkaufst die 5er und holst da Pro. Ja, sicher. Können wir mal. Und danach lasse ich mal auf die Stirn tätowieren. Kommen wir mal Ja, zu den was weiß Fakten. ich was. Also, sie hat wie viel? 7 statt wie viel 6? Sie hat 33,5 Teraflops statt 10,28. Sie hat eine größere GPU. Der Speicher ist schneller und das Rendering soll 45% schneller sein. Sie haben einen Ja. eigenen Upscaler. Das ist ja das, was es am PC ja schon länger gibt. Bei Nvidia ist es Genau. DLSS. Das ist der AI-Scaler. Also bei. Allerdings kann man noch nicht viel dazu sagen, weil sie haben auf der Demo nur alte Spiele gezeigt. Genau. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, wow, da muss ich jetzt ja unbedingt Ja, upgraden. die CPU und die GPU kommen wieder von AMD. Das heißt, beim Upscaler werden sie wahrscheinlich Abwandlung von AMDs eigenen FSR verwenden, der, wie ich finde, eh schon ganz gut funktioniert. Er ist bei weitem nicht so gut wie DLSS, aber ist gut. Du hast noch zumindest die Möglichkeit, Spiele in einer niedrigeren Auflösung zu spielen und die werden halt aufgerechnet auf die gewünschte Auflösung. Ist schon einmal nett, ist okay, ist es besser wie Anti-Aliasing. Aber ja, fassungslos hinterlassen wir eben hauptsächlich der Preis, weil auch wenn jetzt da die technischen Infos eigentlich ganz gut klingen. Wie alt ist die PS4? Das ist jetzt 4 Jahre, oder? Der ist zu Pandemiebeginn so quasi auf den Markt gekommen. Ein halbes Jahr vor Corona, gell? 2019. Im Herbst 2019, oder? PS5. Ich kann Ja, die war ja noch ein fach gute kurzfristiger. Frage. Ja, na, April 2019. November 2019, ja, genau. Die war ja noch ein Jahr mal überhaupt nicht zu haben. Oder kaum zu kriegen. Genau. Ich meine. Die Leistungsfähigkeit, also die Zusatzleistung, die wir so jetzt ausholen, das ist für mich ganz normale Hardware-Weiterentwicklung. Das ist Ja, einfach genau, ja. eine Iteration der bestehenden Hardware ein bisschen ausgebaut. Das ist nichts in meinen Augen, was ein Aufpreis von fast 100% rechtfertigt. Na, das ist ein Aufpreis von 100%. Was kostet die PS5? 400? Naja, ich glaube 500. Ohne Laufwerk, D PS. ohne Laufwerk. Ach so, warte mal. Ja, so, es gibt ja PS5. Ohne Laufwerk. So, die gibt es ja mal. Also mit 2 können nur Okay. 513 Okay, Euro. dann ist es Aufpreis von 80%. Ist wurscht. Wie gesagt, die Hardware-Weiterentwicklung, das ist für mich ganz eine logische Entwicklung für die letzten 5 Jahre. Wenn man bedenkt, wo AMD vor 5 Jahren gestanden ist mit ihren CPUs und mit Grafikeinheiten, wo AMD jetzt steht, haben die quasi nur die neueren APUs von AMD verbaut und verlangen dafür jetzt einfach einen satten Aufschlag. Während auf der anderen Seite die im Retail-Markt die AMD-APUs preislich ungefähr auf dem gleichen Level wie damals sind, inflationsbedingt bissig gestiegen sind, aber nicht um 80%. Also das finde ich schon einmal hart. Jetzt gibt nachher noch dazu, dass, so wie du gesagt hast, die sind haben eh mittlerweile schon fast am Markt beherrschende Stellung, weil Nintendo mit der Switch ist komplett anders
und das Universum, kannst du sagen. Ja. Also keine Welt für AAA-Titel. Dann Ja, hast ich meine, du. kommt drauf an. Ich meine, gut, jetzt kannst du sagen, ist Zelda Breath of the Wild und Tears of Kingdom, okay, ist ein AAA-Titel. Ja. Ist halt, es ist aber auch ein anderes Eben Ökosystem. Es gibt es nirgends anders anders. Ökosystem. Und das hat halt Sony, ja, ich meine, gut, man muss aber Sony eins verstehen, da sind halt andere Sparten, die schlecht Ja, dastehen. sicher. Aber Und jetzt natürlich sagen die, okay. für mich rutschen die jetzt mittlerweile in so eine Art marktbeherrschte Position eine, als das, also DSA von EU aus mittlerweile dort zum Ziehen kommen könnte und das wirklich Steam, Epic Games und so weiter sagen können, hey, Leute, die PlayStation, die hat da marktbeherrschende Stellung unter den Konsolen, unter den Next-Gen-Konsolen. Wir wollen da auch unsere Sachen verkaufen. Du, Dann ich würde sogar, könnte es aber wieder ich würde das interessant so, werden. Dann könnte die Hardware wieder gut, das kann ich interessant aber, werden. das könnte ich aber bei Nintendo auch sagen. Die sind. Ja, ich glaube, von den reinen Verkaufszahlen schenken sie sich nichts, gell? Nintendo Switch. Ich glaube, Nintendo Switch ist sogar besser. Man könnte sogar sein, dass die Nintendo Switch sich wirklich richtig gut verkauft hat. Da, Wikipedia. 143 Millionen. Wupp. PlayStation 5. Ohne 60 Millionen. Okay. Gut, die Switch gibt es ein bisschen länger, Ja, ja. gibt's ein bisschen länger, stimmt, ja. Aber ja, na, ich bin jetzt nicht, ja, es wundert mich nicht, aber das sind halt Frage ist halt, ich stell mir ja da wirklich, aber ich wäre jetzt bei dir. Es gibt halt auf der PlayStation ein paar Exklusivtitel, die halt nur für die PlayStation rauskommen. Ja, ist Da, die Der Klassiker wird halt sein, ich meine, es Sony war es gibt halt. ein paar Exklusivtitel, die zuerst nur für die Ja, PlayStation ich war es halt rauskommen. genau an, Sony profitiert halt extrem von GTA. Ja. Weil jeder, der GTA spielen will, und das sind nicht wenig Leute, GTA 6, Ja. der wird sich wahrscheinlich zwangsmäßig ein PS6, ein PS5 kaufen. Ob Ja. das jetzt eine normale oder ein Pro ist, ist wurscht, aber er wird sich auch nicht besorgen. Aber wie gesagt, bei dem Preis, dann legst du nochmal 200, 300 € drauf, dann hast du einen Gaming-PC, der was GTA auch ohne Probleme wuppt. Ist schon klar, du willst ja GTA 6 schnell spielen. Ja. Du willst ja nicht 3 Jahre warten. Ah ja, stimmt, genau. Das ist ja das. Und das Kommt GTA ist, ich meine, exklusiv nur für die PlayStation? GTA 6 kommt im Moment nur für die PlayStation. Okay, oh Gott, das ist. Und das war Ja, toll. natürlich. Ja, der Stunt ist dann nicht schlecht. Ich weiß nicht, ich tu mir das schwer. Also, wie gesagt, ich habe nichts gegen Konsolen mehr. Ich hab selber eine Switch gehabt, ich habe selber eine Du, PS4 Pro gehabt, ich habe ich jetzt mag ein Steam Deck. Konsolen, ich finde die auch super, weil das halt war halt einfach einschalten, spielen. Einschalten und spielen, genau. Nur halt, was dann dazu kam, ist, was mir jetzt nur weniger stört, aber es ist halt für manches, muss ich ja einplanen, PS Plus oder du brauchst ja ein Abo, damit du online spielen kannst. Ja, gut, das Das brauche ich kommt nicht. ja auch noch dazu, das brauche ich beim PC auch nicht. Nein. Und das sind halt so viele Dinge, wo du sagst, es wird dann schon mit der Zeit halt sehr, sehr unattraktiv. Vor allem die Spiele, die dann im PlayStation Store deutlich teurer sind, als wenn du dir physische Kopien im Geschäft holst, die im Endeffekt ja auch nur eine Nutzungslizenz sind. Das Spiel wird das so oder so runtergeladen. Richtig, das ist Weil wurscht. Oberladen eh schneller geht wie vom Laufwerk installieren wahrscheinlich. Vor allem, du hast ja nebenbei, das ist ja das Nächste, was dann super lästig ist bei manchen PlayStation-Spielen. Wenn du die CD-Version hast, dann hörst du immer nur das DVD-Laufwerk oder das Blu-ray-Laufwerk mit Ja, Dackern. genau, ja. Also da musst du das. Und du musst den immer eingelegt haben, um das zu Ja. spielen.
Ja, sie wissen, wie sie es gut machen, dass irgendwann sagst, ah, wisst ihr was, leckt es mir, ich kaufe das digital. Ja, klar. Und ich meine, ich weiß, ja, ich werde mal GTA 6, werde ich mal selber wahrscheinlich beim Release kaufen. Also, das wird sicher so sein, würde mich nicht überraschen. Wahrscheinlich nehme ich mir dann auch 2 Wochen durch, leihe GTA spielen oder eine Woche. Passt. Und wenn du dann fertig bist, gib mir eine Woche vorbei. Ich kann da danach wahrscheinlich gerne meine PlayStation Oder leihen. so. Also, es ist mir relativ wurscht. Also, das ist kein Thema. Wenn sie es überleben wollen. Ja. Deshalb werden wir wahrscheinlich diese Plates, die sie online Also ich kaufen. bin, wie gesagt, ich bin gespannt. Alter, boah, ich tue mir da echt schwer. Also, ja, keine Ahnung. 33,5 Teraflops. Ja, ich kann mit der Zahl jetzt nichts anfangen. Was liefern denn aktuelle Grafikkarten so? Ich meine, es ist sicher ein nettes Upgrade für die PS5. Ich finde es halt für mich persönlich, ich würde es zu teuer finden. Also um das Geld kannst du wahrscheinlich 2 gebrauchte PS5 kaufen. Warte mal, schauen wir mal, was bei Willhaben a PS5 gerade kosten Keine wird. Ahnung, ich schaue gerade, die günstigste AMD, die ich da in Geizhals in der Listung drin habe, die kostet 260 €, ist RX 7600. Die hat schon 45 Teraflops. Also, du kriegst jetzt ein PS5 mit Disklaufwerk und glaube ich 2 Controller gebraucht für 3,95. Naja. Also, um das Geld sage ich dir ganz ehrlich, da riskiere ich zwei, da kannst du 2 PS4, PS5 normal Ja. riskieren. Gebraucht. Also, ja. Ja, also zum Release von der PlayStation habe ich mal den Spaß gemacht und also vielleicht habe ich den Link nachher noch ein, wenn ich finde, habe ich mal in Geizhals einfach so Einzelkomponenten zusammengeklickt und auf die Wunschliste getan. Ein kleines, wohnzimmertaugliches Gehäuse. Also etwas, was man sich neben den Fernseher hinstellen kann, was nicht stört, was nicht auffällt wie so eine PlayStation. Und ich bin mit allen Komponenten zusammen gerade einmal auf 1.100 € gekommen. Bin da aber nachher auf 32 GB RAM, 2 TB SSD und einer relativ starken Grafikkarte und einem 8-Kern-Prozessor gelandet. Nein, also Also ich stimme da ja vollkommen zu. Es macht ja Sinn. Es ist nur, wenn du in das Sony-Universum willst, also für die das Exklusivtitel PlayStation-Universum und dann ja. dann kommst du nicht aus. Aber sonst brauchst du eigentlich, kannst du einen Gaming-PC kaufen. Brauchst du nicht Ja, und das überlegen. muss nicht einmal 1.100 € Gaming-PC sein. Dort reicht wahrscheinlich eine günstigere Konfiguration um 800 € schon für den Spaß. Naja, vor allem. Ich finde, du kannst halt irgendwo leichter rechtfertigen. Als Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich brauche ja sowieso einen Computer daheim, dann kannst du sagen, ja, okay, dann kann ich ja 1.500 oder 2.000 € rechtfertigen, wenn das mein einziges Gerät dann ist, was ich zum Arbeiten und zum Spielen verwende, sage ich, ja, Genau, okay, genau. Wenn passt. es jetzt nachher noch der Workstation ist, um keine Ahnung, Videos zu schneiden, Fotos zu bearbeiten, Kannst du was auch sagen, immer, okay, super. dann hast du perfekt in einer Kombination. Und man kann auch mit dem PC dann gemütlich auf dem Sofa rumlümmeln und am Fernseher zocken. So mache ich es. Also, Geht alles, also wenn es ist machbar. bei mir geht es HDMI-Kabel direkt zum Fernseher und verbunden bin mit dem Bluetooth-Controller und ich habe am Couchtisch noch eine kleine Tastatur mit Touchpad. Perfekt, ich kann das sogar das Windows bedienen. Was ich ja nicht einmal muss, weil bei mir sowieso automatisch Steam Big Picture startet und dann habe ich eh quasi eine PlayStation-Oberfläche. Richtig, ja. Ja. Also, können wir zum nächsten Thema. Ich glaube, das haben wir durchgekaut. Ich glaube, wir sind boah. Ja, lass mir mal Ja, ich nur bin nicht Wasser holen, zufrieden mit bitte. dem Preis. Achso, ja, Wasser, ich hole auch was, ja. Passt, okay. Ja, passt. Bis gleich.
Alexander ist jetzt, glaube ich, zum Wienfluss gegangen, ein Wasser holen. Gut. Dann machen wir das jetzt einfach so. Ach, das verstehe ich nicht. Achso, na warte mal, das haben wir ja schon gelesen, gell? Zufälliger Artikel. Alex. Was? Der Meister von Delft. Mit Meister von Delft wird der Maler der Gotik bezeichnet, der ab ca. 1490 und wohl um 1520 im Norden der Niederlande tätig war. Der namentlich nicht bekannte Künstler wurde zuerst als Maler, zum Beispiel als Seitenflügel eines Altares anerkannt, den der Delfter Bürgermeister Dirk van Beest um 1514 beim Meister von Frankfurt in Auftrag gegeben hatte. Er wurde dann schließlich wegen des in dem ihm ebenfalls weiter zugeordneten Bilder vorkommenden wiederkehrenden Bezugs zu Delft als Meister von Delft bezeichnet. Der Meister nutzt zum Beispiel Delfter Kirchen als Hintergrundmotive und malt für Stifterfamilien aus der Stadt. Die so dargestellten lokalen Motive, wie zum Beispiel die 1496 fertiggestellte Kirche Nieuwe Kerk, werden mit zur Datierung seines Schaffens benutzt. Eine Reihe von dreiteiligen Flügelaltären, Triptychen, werden dem Meister von Delft zugeschrieben. Allgemein in der Kunsthistorik als sein Werk anerkannt sind, zum Beispiel das Triptychon mit Szenen der Passion Christi in der National Gallery London, das Triptychon mit Jungfrau, mit So. Kind und Heiligen und Stiftern im Rijksmuseum Amsterdam. Okay. Oh mein Gott, was sagst du, was sagst denn du Den da? Me Oder liest du der das? Meister von Delft. Aha, Sehr okay. interessant. Gut. Ja. Oh mein Gott, kommt das jetzt wirklich wieder? Wir haben keine AI-Picks, gell? Na, es war nichts Spannendes Ja, dabei. es passiert überhaupt nichts mehr. Alles langweilig, diese künstlichen Intelligenzen. BMW. Können wir das Thema nicht überspringen? Na, ich will es da kurz erwähnen. Okay. Bitte. Also, diese deutschen Autohersteller. Naja, es sagt dazu Toyota. Ja, okay. Will ja mitmachen. Toyota und BMW machen mich fertig. BMW plant ein serienmäßiges Wasserstoffauto für 2028. Gut. Dead on arrival. Ich würde es so zusammenfassen. Dead on arrival. Es gibt keinen Wasserstoff, es gibt keinen günstigen Wasserstoff, es gibt keine Wasserstoffinfrastruktur. Und vor wenigen Wochen haben nicht einmal Wasserstoff-LKWs fahren, na, Wasserstoff-Züge, waren es Züge oder LKWs, fahren können, Du mal. weil es Wasserstoff ausgegangen, weil der Wasserstoff ausgegangen ist. Ja, es ist vor allem, wir werden den Wasserstoff für sehr spezifische Dinge brauchen, Ja. wie Stahlproduktion etc. Es wird da keine Wasserstoffzüge geben, wie das in Tirol geplant war, weil da selbst der Hersteller gesagt hat, das ist ein Blödsinn. Und ja, also ja, dead on arrival, fertig. Ich sag doch sonst gar nichts dazu. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es Züge waren oder LKW, aber jedenfalls war das, habe ich das vor ein, zwei Wochen irgendwo in den Nachrichten gelesen, dass, ich glaube, es war eh in Deutschland, Holland oder da oben, irgendwo ein bisschen weiter im Norden, dass die Wasserstoffgeräte nicht haben fahren können, weil kein Wasserstoff zur Verfügung gestanden ist. Ja, BMW und Toyota wollen jetzt Personenkraftwagen auf die Straße bringen mit einem Treibstoff, der getankt werden soll durch eine nicht vorhandene Infrastruktur A und nicht vorhandenen Treibstoff B. Sag einfach Dead on Dead on Arrival. Arrival. Es ist,
Ja, fertig. Ja, ich wollte das Thema einfach nur kurz erwähnen. Jetzt war irgendwo die Automobil, in Deutschland war jetzt Messe für Transportfahrzeuge, also LKW und so weiter und so fort. Und selbst dort hat man gesagt, dass auch E-LKW, die LKW-Hersteller haben gesagt, E-LKW werden über kurz oder lang die Zukunft sein, und ein paar Jahre werden die 50% des Fuhrparks ausmachen. Du, was? Nein, du, mir, wie schon gesagt, das ist, du musst Technologie offen sein. Ich weiß nicht, das ist, und meine Augen, ist das echt das Problem. Die deutsche Politik, die ist so hörig auf ihre merkwürdigen Auto. Na, die sind ja nicht einmal hörig auf ihre Automobilhersteller, weil viele Automobilhersteller ja selber kein Interesse mehr an die Verbrenner haben. Aber die Politik drängt die quasi dazu, dabei zu bleiben. Ich verstehe es nicht. Du, es ist eh wurscht. Fast mal, es ist eh wurscht. Ah, wenn ich den Beitrag nicht finde, irgendeine Sprecherin hat das gesagt. Du, vergiss es, es ist eh wurscht. Das ist. Ah, ich muss das nochmal aussuchen. Warte mal. Das muss ich jetzt geschwind machen, warte. Weil da war ich noch ein bisschen fassungslos, wie ich das gelesen habe. Warte mal, ich muss das aussuchen. Also am Handy. Fassungslos? Du bist bei sowas noch fassungslos? Nein, nicht fassungslos, nicht. Ja, okay, das war da. Warte mal. Jetzt versuche ich es auch zu finden. Was? Heiße Autos. Ich glaube, ich habe einen Artikel gefunden. Wissing. Ich bin leider auf dem PC ja kein AirDrop. Ach so. Ich könnte das viel einfacher machen, gell? Ich kopiere jetzt den Link da rein in Slack. Und kann es nochmal auf dem PC aufmachen. Techtelmechtel. Zielort, Teil mit. Show Notes. Senden. So. Ah, da ist es. So geht es ja viel schneller. Jetzt kann ich den Artikel aufmachen. Dann können wir den kurz drüber schauen, was da der Herr Wissing gesagt hat. Das ist der FDPler. Also der Bundesminister Volker Wissing fordert von der EU eine Überprüfung der CO2-Flottenziele für die Auto- und Nutzfahrzeugindustrie. Europa verliert an Glaubwürdigkeit, weil es Ziele vorgibt, die es selbst nicht erreichen kann, sagt der FDP-Politiker. Okay, Europa verliert an Glaubwürdigkeit. So, okay. So, die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA, Hildegard Müller, hat gesagt, man müsste die CO2-Vorgaben für 2025 überprüfen. Die erforderlichen Rahmenbedingungen werden nicht mit der notwendigen Entschlossenheit angegangen. Wir fordern die EU-Kommission daher auf, die für 2026 und 2027 geplanten Reviews jeweils ein Jahr vorzuziehen. Die fordert wieder, also der Wissing sagt, die Vorgaben der EU können wir nicht einhalten. Und sie als Präsidentin der Automobilindustrie sagt, die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen, sind zu schwammig, weil sie können sich nicht daran nicht einfach nicht sinnvoll orientieren, weil ich verstehe es nicht. Also wenn... Das ist da, der ist bei der FDP. Ja, ja, natürlich. Damit ist alles zusammengefasst. Ja, ja. Ich habe jetzt auch nicht wirklich Hirn und irgendwas vorausgesetzt, sondern einfach ein voller Geldbeutel, natürlich. Aber... Das ist ein krasser Widerspruch. Und noch ein Kim BMW, deutscher Hersteller, der sie wahrscheinlich will ja jetzt kein Techtelmechtel mit der FDP unterstellen, aber es wird sicher ein paar Überschneidungen geben. In Europa scheitert eine saubere und CO2-neutrale oder CO2-freie Zukunft im Moment eigentlich nur an der deutschen Politik und an der deutschen Automobilindustrie. Ich glaube, ja, so kann man es fast zusammenfassen. Du kannst eigentlich sagen, es scheitert an den Konservatismus einfach.
und das Leid, glaube ich, nicht verstehen, es muss sich was ändern. Und eigentlich musst du auch sagen, du musst so gut als es geht, jeden endlich an vernünftigen öffentlichen Verkehr zur Verfügung stellen. Das ist das, auf was es ankommt. Ich meine, es. Das schafft der Deutschland, das schafft der Deutschland zum Beispiel auch nicht. Die Deutsche Bahn ist zu Tode gespart und ihr Melkkuh, nämlich DB Schenker, haben sie jetzt verkauft. Das war der einzige Part der Deutschen Bahn, der überhaupt Gewinn gemacht hat, nämlich die Das Logistik. Problem ist, Deutschland hat bei der Infrastruktur ein Riesenproblem und ich sage nur Schuldenbremse. Weil es ist super, jetzt habe ich oder einen Überschuss gehabt, es ist halt alles hin, ja super. Da kannst du arbeiten. Deutschland wiederholt einen Fehler Großbritanniens aus den 70er und 80er Jahren. Du, Den konservative Schuldenbremse, wo man denkt, wow. Thatcher-Konservatismus, wo man alles verkauft, alles zu Tode spart, öffentliche Infrastruktur vergammeln lässt. Und nachher die Leute alternativlos zurücklässt. Ja, super, oder? Ja, schön. Schön. Mir ist das. Mir ist das alles auf und irgendwie. Ich verstehe es auf und immer. Keine Ahnung. Kann man die Du. ganzen Neoliberalen nicht einfach mal aus dem Deutschen Bundestag aus. Jetzt, sie waren eh schon draußen, jetzt sind sie Ich wieder meine, drin. die FDP hat gute Chancen. Dass sie weg sind. Ja, Ja, also die ja. FDP arbeitet hart dran. Ja, mal die FDP ist eh so eine On-Off-Beziehung mittlerweile, weil die sind einmal drin, einmal nicht, einmal drin, einmal nicht. Es war schön, wenn sie dann vielleicht einmal länger nicht einziehen. Es glaube ich, wäre kein Schaden. Ja, aber das wäre für CDU, CSU auch sehr schön, aber das wird halt auch nicht passieren, genauso wenig wie bei uns einmal eine ÖVP einmal nicht in einer Regierungsbeteiligung ist. Das werden wir auch nicht haben. Wir haben es seit 30 Jahren und seit 30 Jahren ist die ÖVP drin und die werden wir auch nie mehr verlieren. Oh, sag das nicht. Na. Sag das nicht. Irgendwann. Es braucht halt alles länger. Ja. Aber es wird schon passieren. Ich meine, es ist ja eh, ja, ich meine, es ist eh wurscht. Ja, wurscht ist gut gesagt, ja. Schau, du, ich denke mal so, ja, die Leute wählen sich eh ihr eigenes Elend, dann bitte macht es weiter. Also, du, was soll ich ändern? Ich kann meine Stimme abgeben, okay, das mache ich. Wenn der Großteil für Elend ist, dann sage ich, ja, okay, dann ist das anscheinend das, was es Ja, sein soll. okay, na, okay, ist gut Das aus. ist halt, das muss man anscheinend in einer Demokratie dann akzeptieren. Elend muss dann Elend bleiben. Ja, natürlich, das muss ich immer akzeptieren, sowieso, kannst du nichts dagegen machen, außer vielleicht beim nächsten Mal dann abwählen, probieren. Ja, ich meine, du kannst nur auswandern, okay, das geht auch noch. Ja, aber das Aber dann. würde ich persönlich als einen ziemlichen harten Einschnitt finden, aber andererseits. Naja, du, ich rechne mal jetzt aus, wenn, sagen wir mal, wenn Österreich den ungarischen Pfad einschlagen Haben wir würde. spätestens in 2 Jahren wieder neu wollen. Also keine Sorge. Ja, ich meine, nein, ich sage, aber wenn jetzt, sagen wir, das passieren würde, wäre das sicher ein Grund auszuwandern. Ja. Naja, da möchte ich noch nicht mehr leben. Ich mache mir da keine Sorgen. Ich meine, mache ich mir jetzt auch nicht, aber ich sage gleich als Beispiel, hypothetisch. Ja, ich mache mir da keine Sorgen. Ja, nein, leider hypothetisch. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, danke schön, ich suche mir ein anderes Land in der EU. Ja, aber die FPÖ hat sich immer noch selber zerlegt. Also. Ich sage nicht, dass es die FPÖ sein muss. Kann ja jemand anderer die Fantasien Ach entwickeln. so. Das Ach weiß ich ja so. nicht. Naja, gut, kann auch sein, ja. Du Ja, sag niemals stimmt. nie. So, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Ich habe den da gehabt. Den. Es ist alle ganz kurz. Renault hat da so ein Retro-Auto vorgestellt. Ich meine, das wird immer eine Studie bleiben von einem Elektroauto. Aber ich finde, der schaut ganz. Das wäre mal eigentlich wär mal was anderes wieder. Das sieht cool aus. Ja, wer so kommt. Kleines, leichtes Autochen. Ja, und wird man nie sehen, gell? Na, werde ich wahrscheinlich nie sehen. Der schaut nämlich wirklich cool aus.
Ja, der ist irgendwie nett. Cooles Design. Ja, das ist irgendwie, vor allem irgendwie cool, hat leider zwei Türen in dem Fall, was ja wurscht ist, Ja. für ein kleines Auto und ja, hat einen Kofferraum, schaut irgendwie, hat was. Vor allem schaut er mal wieder ein bisschen anders aus. Ja, eben nicht der Einheitsbrei. Ah, der Innenraum wäre sehr cool, da ist zwar gleich auch ein Foto. Weiter unten, aber ja, schaut ganz cool aus. Was? Teppich, Velour, keine Ahnung, was auch immer. Uiuiui. Und so hell, oh, das ist gleich dreckig. Eieiei. Ja, das ist jetzt, aber das ist halt, es schaut halt schön aus. Das schaut schön aus, sehr, sehr schön. Sorte. Also es, ich mein, das muss ich sagen, das wäre ein cooler Auto, so mit weiße oder beige Velour-Sitze oder so irgendwas. Meine, die wären bei mir nach dem ersten Tag super dreckig. Ja, bei mir. Aber wäre cool. Schöne Sorte, ja. Wirklich schön. Ja, ist einmal was anderes. Ja, cool. Ja, du hast keine Gadget-Picks. Na, ich hab. Na. Ich wollte Ja, das ist jetzt. die Sendung kurz halten. Das ist jetzt vielleicht was für die. iFixit hat jetzt endlich so. Ja, was nennt man das? So ein kleines Lötgerät vorgestellt. Lötkolben, Ja, mit USB-C. ja. Ja. Das heißt, kleines. Ich weiß nicht, was hat es gekostet? Also, die Tauschbatterie kostet 80 Dollar. Ja. Ah, ja. 80 Dollar kostet da das Lötgerät. Was ich jetzt okay finde. Ja, aber was ist das? Ist es ein Lötgerät mit eigenem Akku oder was? Genau, ja. Ein kleines Hat der Lötgerät. einen Akku oder wird er über die Powerbank betrieben? Warte mal. Der hat einen Akku. Und dann ist noch eine Batterie dabei. Dann hast du noch da quasi der Powerbank auch noch dabei. Okay. Vor allem, du kannst es sogar selber zusammenbauen. Ah, super. Muss ich mal mein Werkzeug auch noch selber zusammenbauen. Yep. Ah, okay, Ist fast cool. wie beim IKEA. Ja. Das hat was. Ja, ist ganz cool. Ja, ich hab schon einen Lötkolben. Ja, dann wärst du wahrscheinlich nicht Nein, brauchen. brauch's nicht. Aber und der es noch nicht hat, wäre es ja was. Weil wir davor von kleinen PCs geredet haben, Asus hat ja von Intel die NUC-Sparte übernommen. Jep, ist schon ein paar Jahre Ja, her länger. jetzt, Und ja. jetzt sind Kimps, jetzt kämen dann Copilot AI-PCs, was vorne so einen Button drauf haben bei diesen Mini-PCs. Was? Und da haben wir jetzt genau. Da ist schon ein Intel Core Ultra Prozessor drin. Da ist ein Intel Arc GPU drin. Und der hätte dann genau die Größe, was halt cool wäre. Und der hätte dann M2 Support. Bluetooth 5.4. Okay. Dann haben wir das auch. Okay. Da ist ein Intel Core Ultra drin. Ja, wenn nur die Grafikeinheit gut ist, war das schon ein. Das wäre ein cool, das ist ein super, das ist dann, ich finde sowas cool, weil das kannst du einfach hinten am Ja, Bildschirm sogar das habe ich auch gehabt draufkleben. mit meinem. Ich habe einmal so einen Mini-PC gehabt, den habe ich mit dem VESA-Anschluss einfach hinten auf dem Monitor montiert, ja. Und das finde ich genial. Vor allem, das ist für das meiste, was du benötigst, komplett ausreichend. Ja. Also Intel Arc ist drin. Okay, ja. Ja. Es wird wahrscheinlich wirklich so als Heimgerät schon. Was werden das da kosten? Ein Preis wurde noch nicht bekannt. Okay. Bin immer gespannt, was der kostet. Man,
Ja, von Asus wird er wahrscheinlich ein bisschen teurer sein. Ja. Ich schätze so zwischen 500 und 1000 Euro. Wahrscheinlich käme es auf die Konfiguration drauf an. Ja, ist aber jetzt nichts, was mich preislich jetzt schrecken wird, weil du hast einen kleinen, kompakten. Mal schauen, kommst du schon irgendwo eine Preise? Nö. Gibt's schon. Gibt es einen Preis? Und was kostet der Mal Spaß? schauen. Ist es der überhaupt? Nuke 14 Pro. Ja, AI muss noch dabei stehen. Ja, der AI steht bei dem noch nicht dabei. 14 Pro, 14 Pro. Aber der ohne. Und da ist aber auch schon ein. Achso, der Rebel Canyon. Also, es ist jetzt der Vorgänger von dem Ultra drin. Aber der bewegt sich so um die 400 bis 700 Euro. Ja, dann wäre ich da wahrscheinlich mit 500 Euro nicht so Ja. daneben liegen. AI ist noch nichts da drinnen zu finden. Aber die bewegen sich so um den Preis. Okay, ja, aber AI hat der, ist der noch nicht. Okay. Naja. Ja, das glaube die haben Asus hat da auf ihrer eigenen Website auch nicht viel wirklich zum Preis oder sowas. Ist der beleuchtet? Na, das schaut mir so aus. Okay. Sogar das ist auch cool, dass er einen Fingerprint-Sensor hat. Ja. Das bedeutet halt, das ist nichts für hinten auf dem Monitor montieren, weil du willst nicht die ganze Zeit so geschissen über den Monitor greifen mit deinen Das ist leider, ja, das Fingern. stimmt. Außer du nutzt es nie. Ja. Cool. Okay, ja nett. Ja, Jetzt das. noch Ubuntu drauf und dann bin ich zufrieden. Naja, weiß ich nicht. Na, Ubuntu will ja gar nicht drauf dann. So, dann haben wir Desktop. So, jetzt bist du dran. Oh ja. Oh. Und auf den Titel bin ich stolz. Warum, was hast du denn geschrieben? Megaphone. Megaphone. Huiuiui. Da warst, da hast du Ah. was einfallen lassen. Ah, bin echt gut, gell? Megaphone. Na. Zwei Nerds. Oder Künstler, keine Ahnung, wie man das nennen will, keine Ahnung, ich finde es ziemlich cool. Die haben ein iPhone nachgebaut, aber auf Basis von einem 8K-Fernseher. Es ist knapp über 2 Meter hoch und hat 150 bis 200 Kilo. Es ist voll funktionsfähig. Das Video kann man nicht anschauen. Okay. Ist es der da? So, und die haben das da, die haben das eben aufgebaut und mit aller möglichen Hardware und so weiter und so fort. Sie haben sogar einen 8K-Fernseher zerlegt, der dient quasi als Display. Und haben noch entsprechend halt noch einen, drin ordentliche Hardware drin, ein Core i7 von Intel, AMD-Grafikkarte. Ah ja, steht eh da. 128 GB RAM und auf 4 TB SSD. Und haben drauf Android laufen mit einem Skin, das ausschaut wie iOS. Ja, das ist, ich meine, das ist klar, okay, das kann es nicht umgehen. Sie haben drei Kameras aufgebaut. Ja. Und zwar ein EOS R5 mit Vollformatsensor, ein RX10 Mark IV von Sony. Also Bildqualität, muss ich sagen, ist sicher nicht schlecht. Der haben eine Vollformatkamera verbaut fürs Handy, für die Handykamera. Ja. Ja gut, es wird sonst schwer, was willst du bei der Größe sonst da noch einbauen? Und ja, man kann sogar Flappy Bird drauf spielen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist cool, ja. Ja. Der ganze Spaß hat irgendwas bei knapp 70.000 Dollar gekostet. Also ist Hardwarepreis von 70.000 Euro ist da verbaut. Ich finde es einen netten Gag, einen netten Schmäh. Aber
Würde ich aber nicht nachbauen, Ich oder? würde es jetzt nicht unbedingt nachbauen. Na, für mich daheim brauche ich das, glaube ich, so nicht. Okay, naja, dann halt nicht. Mir in die Shownotes verlinken wir noch. Ach, nicht, ich will es von Anfang an. Hallo. In die Shownotes verlinken wir noch das Video. Schaut es euch das einmal an. Also, ich finde es von der Idee her ziemlich cool. Nettes Spiel, nettes Gadget. Aber ja. Was die Welt nicht braucht, aber trotzdem irgendwie ganz witzig. Ja, warum nicht? Gut. Dann hast du noch ein paar Spaßbixen. Du hast Na. nichts mehr da jetzt drin, gell? Okay, und zwar das ist etwas, das man in Europa wahrscheinlich eher wieder ein bisschen schwierig. Aber DJI hat wieder eine neue kleine Drohne vorgestellt. Ich tue da jetzt ein paar Links rein. So. Und zwar, die startet schon bei 199 Euro ohne Fernsteuerung und mit dem Fly More Paket um 3,49. Und das ist halt echt super klein. Also die wiegt 135 Gramm. Kann 4K aufnehmen mit 30 Frames und Full HD mit 60 Frames. Und das ist halt wow. Ja, genau. Und das Einstiegsmodell ich habe eh schon geschaut, bei uns bei den 200 Euro ohne Fernsteuerung. Das heißt, da wird sie einfach, legt man sie einfach in die Hand, drückt den Knopf und dann fliegt sie schon los. Ja, du kannst das Handyklavier verwenden, oder? Ja, das kannst du auch verwenden. Aber es ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass die kleine Drohne dich umfliegt. Also die startet, scannt die, sieht, wer du bist, wo du bist und dann fliegst du Kreisel um die Genau, Oma. und das ist Das geht dann kannst da. du mit dem Knopf steuern. Ja, und du kannst ja zum Beispiel die Handy-App runterladen und dann kannst du da das als Mikrofon verwenden und dann ist das in ein Video zusammen Genau, ja. merged. Was wirklich ein cooler Gag ist, ja. Du hast quasi perfekten Sound und kannst dich von der Entfernung aus filmen oder sowas. Ja, dann herrschst vor allem, du Ja, genau. herrschst. Ja. Man, du kannst dann auch noch diese DJI-Goggles bestellen, dass dann wirklich das komplett VR-Erlebnis hast. Und diese Einhandbedienung, diesen DJI RC Motion 3, das ist, weiß ich, kenne ich jetzt nicht, aber finde ich, meine, es ist halt bei uns schwierig in Europa oder in Österreich mit den Drohnen. Mit der Kleinen, glaube ich, ist das halt, mit der ist das halt so das Problem. Kamera. Ja. Kamera, glaube ich, ist das Problem. Ja. Du sollst ja jetzt nicht da bei den Nachbarn umspionieren. Also. Na, aber es ist, verstehe, es fängt ja schon an, wenn du jetzt am Blöcksack am Radlweg die filmst, ist ja schon die Frage. Wegen anderer Menschen, manch. Ja. Ja, sicher. Wo kein Kläger, da kein Richter, würde ich in erster Linie einmal sagen. Ja, kann man so machen. Natürlich, passieren soll halt nichts. Nein, das sowieso nicht. Also du solltest dann halt nicht in irgendjemand anderen reinknallen Das mit der Drohne. sollte man vermeiden, ja. Wobei die hat Rotorschutz, also sollte auch nichts passieren. Ja, ich glaube trotzdem, wenn ich da jetzt voll Karacho mit der einfach ins Gesicht reinfliege, das ist ein bisschen Ja, aber schmerzhaft. dann hast du es schon mit purer Absicht gemacht, dann gehörst du sowieso ins Gefängnis. Naja, oder du kannst nicht steuern, wirklich. Ja, na eh. Ja, ich finde cool, weil ich habe schon einen ersten Test dazu gelesen, was die Bildqualität angeht. Sie ist okayisch. Man muss halt bedenken, man kauft sich da ein Gerät, wo es nochmal 200 Euro günstiger ist als das nächstgrößere Modell. Und da ist halt. Klar, aber sie ist super klein. Ja, sie ist wirklich super klein, ja. Also, jetzt ganz ehrlich, bevor ich mal GoPro kaufe, kaufe ich mal das. Das. Ja, es gibt auf den Einsatzzweck drauf, an der GoPro, das stürzt aufs Radl drauf oder beim Skateboarden Ja, drauf klar. oder Ich beim meine, Snowboarden drauf. klar, es gibt für GoPro auch Einsatz, aber bevor ich mal jetzt so, dass ich so, was weiß ich, so mal da von mir Aufnahme mache, wie ja von Radl vor, dann kaufe ich mir Ja. das.
Weil da kann ich jeden Winkel aufnehmen. Nein, ich finde es, mir gefällt der auch. Ich habe selber mal die DJI Mavic Mini gehabt. Bin ein paar Mal damit geflogen und dann habe ich relativ schnell das Interesse daran verloren. Das Problem bei mir ist, ich habe keinen Einsatzzweck wirklich Ja, dafür. mein Einsatzzweck war gewesen, ich hätte sie gerne auf den Berg mitgenommen und war da gerne am Berg irgendwie rundum geflogen und das habe ich kein einziges Mal gemacht. Ja. Weil. Mann, aber was ich sagen muss, du kannst halt, weiß ich nicht, du kannst halt sonst echt so von Innenräumen oder sowas, kannst halt da coole Ja, Aufnahmen sicher, damit machen. sicher. Also, weil sie da das Demo-Video haben, wo so ein Museum da gezeigt wird, das finde ich, das ist echt super. Ich glaub, wenn du ein bisschen so filmisch unterwegs bist und hin und wieder mal ein paar etwas spannendere Szenen machen willst, du definitiv aber auch gut drin bist, das nachzuarbeiten, das heißt mit dem Color Management und allem drum und dran nachzubearbeiten. Und vielleicht auch mit Premiere und After Effects, die so gut auskennst, dass du Zwischenbildberechnung machst, damit du wieder auf halbwegs flüssige 60 Bilder pro Sekunde kommst, dann ist es sicher ein sehr günstiges Gadget, um deinen Filmen in manchen Szenen zusätzlich irgendwie einen coolen oder professionellen Look zu geben. Ein sehr günstiger Einstieg. Im Vergleich zu einer Das ist 2000-Euro-Drohne, für die man einen Führerschein braucht und was auch immer. ja, und vor allem, du musst dann auf diese Drohne auch noch einen Spiegelreflex unten dran Genau, hängen. genau, genau. Oder Filmkamera, richtige. Ja, das kannst du auch Genau. machen. Und vor allem, wenn die Schrott ist, das war teurer Genau, Spaß. und bei der, also wie gesagt, die Bildqualität ist so lala. Also wenn man das halb semi-professionell einsetzen will, dann sollte man halt auch in der Lage sein, mit den Farben und mit dem Loot und so weiter zu spielen, dass es einen guten Filmlook hat, sagen wir so. Weil aus der Drohne folgt kein guter Filmlook. Das ist 300 € Handylook von der Kamera her. Du, kann da vollkommen ausreichend sein. Das ist immer die Sache, was du damit Genau, vorhast. kann ausreichend sein und wenn du gut genug in Software bist, kannst du extrem viel rausholen. Genau. Und von dem her, weil ich habe ja auch mit dem Gedanken gespielt und dann wäre interessant wiederum das Fly More-Paket, weil dann ist schon cool mit der Fernsteuerung, weil dann kannst du wirklich ein bisschen weiter wegfliegen. Genau. Kannst ein bisschen im Kreis Ja, fliegen. du musst. Das Wichtige ist, du musst ja auf Sicht fliegen. Und wenn du. Richtige Und du Aussicht. kannst ja auch, du kannst auf 5 Kilometer auf Sicht fliegen, wenn du nur. Theoretisch ja. Mit dem Virtual Reality Paket Ja, ja. und wenn du eine geeignete Vergrößerung dabei hast für die, dass du sie immer noch mit deinen Augen siehst. Obwohl, was sie da, kennst du dieses, es gibt ja auch diese Rennen, was sie da mit diese Highspeed-Drohnen Ja, machen. fahr. Und die haben ja alles. Ich denke mal, wie schaffen die das, diese Drohnen zu Ohne zu steuern? speiben. Ja, A, ohne zu speiben und B, ohne dass du irgendwo reinkrachst. Ja, perfekt. Lernen. Also mal perfekt. Aber das, weißt du, wie schnell die Ja, sein? ja. Es ist, also das ist ja Ja, aber abartig. die vorne kann nicht 300 km/h. Das sind die keine 300 km/h, die fliegen. Und trotzdem schaffen es aber Leute, Autos mit 300 km/h auf einer Strecke zu Na eh, halten. aber. Das ist alles Übung. Ja, aber weißt du, das ist ja furchtbar kleiner Raum, wo die das mit der Ja, Drohne machen. aber die Drohne selber ist ja klein, also von dem her. Aber ich finde es trotzdem. Ah, ich meine, ich würde mich anschreiben wegen der Virtual Reality als Ja, erstes. das glaube ich auch. Das war wahrscheinlich bei mir als erstes, ja. Also, ich glaube, ich würde noch 3 Sekunden schreiben. Also, für jetzt jemand, der aus Deutschland ist, heißt kotzen. Ja, stimmt, wir würden uns ankotzen. Wir würden uns ankotzen, aber in Österreich sagt man liebevoll Ja, wir Speib. spam. Weil ich weiß nicht, ob das im Untertitel mitgeht, dass der dann, weil der schreibt wahrscheinlich auch Speiben rein. Ja, so, ja, stimmt. Ja. Na, eh.
ich finde es ja, ich finde es irgendwie ein nettes Gadget, aber ehrlich gesagt, wir sind halt 350 Euro zu viel für etwas, wo ich mir sicher bin, dass es noch 2 Monate wieder in der Ecke liegt. Das ist halt auch wieder genauso was. Ich weiß wahrscheinlich auch, das ist einmal cool Ja. und danach, ja. Genau, ja. Das ist. Ich meine, außer wenn ich sage, okay, ich möchte zum Beispiel das beruflich machen mit so Drohnenfliegen, dann ist das halt ein cooler Einstieg, wo ich mal sage, ich kann einmal üben. Ja, sicher. Dass ich mal sage, okay, ich probiere jetzt mit dem Ding alles aus und wenn ich den Schrott, sind 300 Euro hin. Ja, aber sobald du beruflich das machst, dann wird es rechtlich wirklich interessant, weil dann brauchst du. Brauchen wir nicht reden, aber wenn du zum Beispiel sagst, ja, das will ich unbedingt machen, okay, dann sage ich super Einstieg, fange mit der 300-Euro-Drohne an und fliege Ja. um. Beachte halt da die rechtlichen Vorgaben in Klar, Österreich oder natürlich. Deutschland Ja, halt. genau. Wie immer. Also, das ist durchaus, aber sonst sage ich, warum nicht? Na, ich finde das ein nettes Teil, ja. Ich meine, oder wie du gesagt hast, auch wenn du jetzt sagst, du bist hauptberuflich, du bist Videograf oder Kameramann, kannst du sowas immer einmal brauchen. Genau. Wo sagst du, ja, Genau, und deswegen okay. sage ich auch, da ist noch nicht das Muss, dass du unbedingt deine 2000-Euro-Drohne hast mit einer Red, die du dran gepflanzt hast, mit einem fetten Objektiv, was auf der Red noch drauf hängt, mit einer Drohne, wo es 3 Kilo an Gewicht rumfliegt, sondern für einfache Sachen wird wahrscheinlich die kleine auch reichen. Ja, und du kannst, wie du es gesagt hast, gewisse Aufnahmen einen gewissen Pfiff Ja. dazugeben, dass du sagst, wow, das schaut jetzt gleich, weil das kriegst du ja nicht hin mit einer richtigen Kamera, so eine Bewegung. Ja, genau. Ja, cool, ja. Ja, und dann sagst du, okay, ja, cooles Teil. Gut, dann haben wir das. Jetzt kommt was für die. Für mich. Ja. Da du so ein Connoisseur von Innendekor bist, Oh mein Gott. von Switchbot gibt es jetzt einen Air Purifier, der gleichzeitig Tisch und Ladestation ist. Okay. Du kannst ja jemand, das ist besonders für die, du kannst ja sowas mit einem Katzenthron oben drauf haben. Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also, du kannst da anscheinend für eine Katze einen Platz oben haben. Also nochmal, was ist das jetzt? Das ist ein Switchbot Air Purifier, also ein Luftqualität, wie nennt man das? Luftreiniger. Ein Luftreiniger, Luftreiniger, danke. Ja, und das ist die Version, wo die Katze oben drauf ist. Und ja, das ist halt gleichzeitig ein Tisch, eine Was? Ladestation. Ja, wird die Katze noch nahe über Key gecharged, Da wird sie wieder oder? Ah, aufgeladen, cool. genau. Da muss sie nicht mehr schlafen. Ja, aber wo ist Ja, da eine das. Ladestation oder wie verstehe ich das? Ist Wenn du musst die andere Version da. nehmen, dann oben ist in der Tischplatte so ein Keycharger Ah, integriert. okay. In der Tischplatte, okay. Ja. Ah, okay, da sieht man es auf dem Foto ein bisschen. Ja. Das ist da so. Ah, da sieht man ein bisschen, dass es da den Pad hat, okay. Okay. Ja, gegen Luftreinigung spricht ja so eh nix, abgesehen davon, dass es scheiß teuer ist, da immer die Filter auszutauschen. Und dass du wahrscheinlich davon ausgehen kannst, dass es bei uns in den meisten Fällen eher komplett Ja, sinnlos ist. genau, also zumindest da am Weil Land wird es eher sinnlos sein, am Rand von einer Autobahn wird es vielleicht okay sein. ich hab's einmal, ich hab's in Wien probiert. Es war nie irgendeine schlechte Luftqualität. Wie? Wie? Also ich habe in Wien sogar, ich hab mal so ein Ding gehabt, Zum Luftgütemessen, oder? zum Ja? Luftreinigen. Und ich habe sogar mal alle Fenster aufgemacht, damit alles reinziehen kann. Das Ding ist nicht einmal angegangen. Also geht der nur an, wenn er gewissen. Ja, wenn die Luft schlecht wäre. Ah, okay, ja. Dann habe ich gesagt, okay, für was soll ich das brauchen? Das kann ich hinterschicken.
Und ich glaube, wenn du dann wirklich sagen willst, da, dir geht es darum, die Viren und bösen Bakterien zu filtern, dann brauchst du Das sowieso. dann brauchst du was anderes, weil so ein Gerät ist eher ein Multiplikator für die bösen Viren und Bakterien, weil Ja, na, aber da brauchst du wirklich, da brauchst du schon ja, was da anderes. brauchst du schon Also, etwas mit weil. UV-Reinigung und so weiter und so fort. Sagen wir mal so, wenn es so einfach wäre, würde in jedem Krankenhaus ein Xiaomi-Teil drinstehen. Ja, sicher. Also, Klar. das ist halt auch wieder das. Ja, ich hab sowas von. Ist, glaube ich, irgendein deutscher Hersteller. Da habe ich so einen Luftreiniger, Schrägstrich Luftbefeuchter. Also der tut befeuchten und reinigen. Das ist bei uns teilweise so, wenn die Heizsaison beginnt, brauchst du es fast, weil extrem trockene Raumluft hast durch die Fußbodenheizung. Die Fußbodenheizung der Ofen hast du auch relativ trockene Raumluft. Aber da kosten die Ersatzfilter dann teilweise so viel, dass du dann noch zwei oder drei überlegst, kaufst du gleich wieder ein komplett neues Gerät. Weil es sind wirklich zwei fette Pap Filter, die Ja, man da das ist reinbaut. Und deshalb so. im Endeffekt ist es. Es ist wahrscheinlich sinnvoller, einfach hin und wieder mal Stoßlüften und für einen Ich meine, Luftaustausch zu sorgen. es könnte sinnvoll sein, wenn du Allergiker gegen Pollen bist, dass du sagst, okay, Dann das schon. Dann schon, könnte ja. helfen. Ja. In Summe, boah, ist das halt, ja. Genau. Also. Also das ist sehr, ja, okay, wenn es da hilft, dass die besser fühlst, okay, Ja, super. ja. Und jetzt kommen wir zu wirklich was für ein Clemens. Endlich kann er Lordisch Zubehör von Ugreen mit Display und Gesichtern drauf Den haben. habe ich gesehen. Ich war schon kurz davor. Ich hab's ja gewusst. Ich meine, obwohl ich sagen muss, da sind ein paar echt dabei, wo ich auch gedacht habe, eigentlich wäre das schon ganz cool. Weiß, die haben was, ja. Vor allem, Es mir ist hat's. komplett sinnlos. Es ist absolut, es ist komplett sinnbefreit, komplett. Jetzt gehen wir mal auf den Boden der Tatsache zurück. Das sind Powerbanks. Na, teilweise auch einfach Ladestecker, oder? Das sind teilweise nur Ladestecker. Das ist nicht einmal Powerbank, zum Großteil. Ah ja, stimmt, ja. Also es ist Ich nicht meine, einmal ein Power. es gibt eine mit Powerbank, ja, das gibt's auch. Ja, genau. Achso, ja, das Qi Magnetic Wireless Powerbank. Achso, die anderen sind like Charger. Ja. Zwei Power. Achso, das sind da zwei davon sind Powerbanks, okay. Okay. Oh mein Gott. Mal gleich schauen. Ich meine, ich finde die, sie sind super. Also ich finde die echt gut gelungen. Die sind echt gelungen. Okay, das war die Powerbank, ja. Aber 1000 mAh, 10.000 mAh Stunden Powerbank um 50 Euro ist halt auch schon eine Ansage. Als Display natürlich. Ja, es geht hauptsächlich ums Display, ja. Ich meine, mir gefällt ja diese 2-in-1-Ding, die gefällt mir recht gut. Der kleine Würfel da. Der da am Schreibtisch steht. Ja, genau, den finde ich super. Oder im an den anderen, wo du oben noch Wireless Charging hast und deine AirPods auch noch draufstecken könntest. Ach so, der da. Ja, Ja. okay, ja, sehe ich schon. Allerdings ist 60 Euro richtig teuer dafür. Ja, klar. Schau, Aber sie sind cool. da hat sogar der Stecker Augen. Ja, ich weiß. Es ist halt. Ja, es ist halt. Lustiges Gadget, aber absolut sinnbefreit, in sowas ein Display zu verbauen. Vor allem, ich bin mir da sogar, ich weiß nicht, ob das viele Leute kaufen werden um den Preis. Vielleicht kriegt man die irgendwann richtig gut bei Amazon geschossen. Ja. Weil ich meine, das Kabel wäre schon auch geil. Das Kabel ist super, ja.
Das Kabel hat er die. Na, was kostet denn Ich das meine, Kabel? okay, das geht ja sogar vom Preis. Das finde ich okay. Was kostet Warte mal, es? ich schau. So, 16 Dollar, also 20 Euro wird es ungefähr kosten wahrscheinlich. Das kostet, ja, ich nehme es jetzt mit 3 Meter, das kostet 17 Euro. Ah ja, stimmt, bei Amazon war es schon zu rum, ja. Also das wäre sogar, wo ich sage, okay, das ist es mir wert. Ja, ist es ein 100 Watt USB-C-Ladekabel, also für den Preis. Und es Keine ist Ahnung, wenn du sicher nicht sagst, schlecht von 3 Ugreen. Meter, 17 Euro, ja. Na, Es ist Ugreen. von Ugreen. Und vor allem, es ist halt super. Wer hat da Kabel mit Augen? Ja, es ist halt für mich eine wie in andere Produkte heutzutage so quasi overengineered. Nee, ich glaube, die haben einfach das Tamagotchi-Feeling Ja, gesetzt. das wird eben das sein, warum es vielleicht noch ein Ziegen wird, ja. Ich finde es super. Also endlich hat da mal jemand wieder was Lustiges in Ladeprodukte reingebracht. Ah, okay. Herrlich. Ja, habe ich mir gedacht, dass da die Herrlich. gefallen wären. Ja. In den Einkaufswagen. Na, Bestellst du ein Kabel? na. Ich tue es auf die Wunschliste. Gut. Dann haben wir jetzt noch eine große Ladung an Lesepicks. Da haben wir ein paar, gell? Da haben wir ein paar, ja. Da wäre jetzt keine großartige Kapitelmarke mehr machen. Die wäre jetzt einfach nur noch Lesepicks nennen. Du fangst schon, oder? Ja. Ich fange mal an. Es ist jetzt eine Sache auf. Kopierst du die Links ein, dann mache ich die Seite auf. Ja, warte. Soll ich Okay. gleich alle reinratzen? Kannst gleich einfach alle Nein, reinratzen. warte mal, danach kommen wir ja, oder? Ja, okay, stimmt, danach kommst du. Stimmt, lass einmal das. Na, ich bin jetzt nur zufällig drauf gestoßen, weil ich oft OpenStreetMap verwende und da ist ein Werbe, also nicht ein Werbeanzeige gewesen, sondern ein Hinweis gewesen auf OpenStreetMap. Messe, nee, wie sagt man Messe? Messe sagt man da ja nicht. Community-Treffen. So, ja, genau. Auf ein OpenStreetMap-Community-Treffen, das war in diesem Jahr, was ich ziemlich bemerkenswert finde, Nigeria. Unten in Nigeria gibt es auch noch das Humanitarian OpenStreetMap-Team. Die haben sich quasi zur Aufgabe gesetzt, so in Afrika, in Nigeria und umliegenden Staaten überall, also an alle. Die Vermessung des Kontinents. Quasi alle, die partizipieren wollen, sind da halt dabei, können nur mitmachen und machen ja, Mapping für OpenStreetMap. Da gibt es riesige Communities, die das machen, Freiwilligenarbeit, die durch die Straßen gehen mit GPS-Tracker, mit Drohnen durch die Gegend fliegen, alles aufzeichnen und den Datenbestand von OpenStreetMap in also Nigeria und umliegenden afrikanischen Staaten zu verbessern. Finde ziemlich bemerkenswert. Die haben 400, also knapp 500.000 Mitglieder, die Mapping machen, 260 Millionen Einträge für OpenStreetMap, haben 156 Millionen Gebäude gemappt und 3,4 Millionen Kilometer an Straßen und Wegen. Ist super. Das ist bemerkenswerte Leistung, also voll cool. Also kann man sich gerne mal anschauen und mal durchschauen, was die so machen, wie sie das so machen. Vor allem, wie die auch teilweise mit wenigen Mitteln oder mit vergleichsweise einfachen Mitteln sich zum Beispiel selber Drohnen bauen mit einer Kamera Ja. und dann Vermessungen machen. Also ziemlich
Spannende Geschichte. Genau, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Cool. So, ich habe jetzt da eigentlich, ich wähle zwar, ich habe einerseits ein Spiel, das ist Crimson Desert. Das hast du schon, ja, okay. Das schaut einmal richtig gut aus. Ja, was ist das? Was sollst du gehen? Also das ist halt so wie nennt man es denn? Das ist halt so ein Action-RPG-Mischung aus. Wie es schaut irgendwie aus wie ein bisschen Skyrim mit mehr Action. Also es schaut richtig gut aus und kennt sich ja, sollte jetzt nicht, glaube ich, die Kämpfe sein, auch ein bisschen knackiger, also nicht ganz leicht. Ja. Aber auch nicht soll jetzt kein Elden Ring oder sowas werden. Okay. Aber ich finde, das schaut richtig gut aus. Ja, aber es schaut gerade vom Look ziemlich geil aus. Das, also wenn da jetzt die Story und das auch noch stimmt, okay, Hammer. Ja, aber das ist. Das geht so in die Richtung vielleicht Witcher oder sowas. Ja. Aber das schaut Hammer aus. Also das ist. Ja. Aber wo. Okay, aber es ist einfach normales Action-RPG, oder? Sowas, ja. Weil das GameStar-Video ist ein bisschen komisch. Da schaltet immer jemand Ja, auf Pause. da gibt's noch nicht viel Ding, also es gibt noch nicht mehr Infos dazu. Ah, okay. Ah, die kommentieren einfach da dazu zu dem Video wahrscheinlich, Ja. okay. Crimson Desert, und von wem kommt das? Puh, gute Crimson Frage. Desert. Wer entwickelt denn das? Crimson Desert. Pure Lab. Pure Labis. Pure. Pearl Abyss, okay. Pearl Pearl Abyss. Abyss. Okay, cool. Interessant. Die haben sogar Schau gut, einen also. Trailer. Achso, das ist genau das Video, okay. Ja, also das könnte am Anfang haben sie ein bisschen die, am Anfang haben sie ein bisschen das Intro von Zelda geklaut, wie von Himmel runter falsch. Ja, okay. Aber mein Gott, ich meine, soll okay sein. Ja. Ausschauen tut es mal wirklich wunderschön, gell? Es ist halt Open World, das heißt, es wird halt riesengroß sein. Muss ja nicht sein. Wird aber wahrscheinlich riesengroß Na, sein. es gibt. Muss ja nicht sein, mal. Ich spiele jetzt gerade zum Beispiel Risen 3. Jetzt noch fertig. Ist auch Open World, aber das ist halt kleine Open World. Und das geht ja, das hat auch alles sein Charme. Ja, ich meine, das ist für mich die einzige Sache, wo das Spiel halt wahrscheinlich, wo es scheitern kann, Open World ist halt immer eine extrem schwierige Geschichte. Naja, man muss halt ein Mittelmaß finden. Weil Open World riesengroß heißt, da ist meistens nichts los. Genau. Das hat zum Beispiel Zelda ja relativ gescheit gelöst, indem sie gesagt haben, es ist bewusst nicht viel los, dass du immer das hast, du musst erkunden. Ja. Und da ist halt so, da ist immer so Weltuntergangsstimmung oder sowas, wo das dann passt. Ja. Und deshalb, ja, und das kann halt wieder schwierig Ja. werden. Ich meine, ich hoffe, es funktioniert. Ja, ich bin gespannt. Schaut mal wirklich überraschend cool aus. Das ist richtig. Ja. Ich brauche eh Nachschub, also passt eh gut, wenn du bald einmal was Neues kommst. Cool. Das Ich hab da jetzt noch. Ja. lass mir meinen zweiten Mal, dann kannst du alles in einem durchwurschteln. Ja. Da sind keine Links dabei. Ja, ich habe jetzt einen dazu Ah, okay, getan. passt. Ich habe jetzt gleich noch eine Buchempfehlung, das ist Anne Applebaum, Autocracy Inc. Geht so quasi um die Autokraten und was die alle in der Welt vereint. Und dass das eher als wie eine Firma heutzutage aufgebaut ist. Ach so. Okay.
Also bin jetzt zwar noch nicht ganz durch, aber ja, kann ich trotzdem empfehlen. Okay. Cool. Gibt's auch als Hörbuch. Ah, okay, sehr gut, passt. Das war schmier. Ist halt als Hörbuch, ich warne die vor, ist halt 4 oder 5 Stunden lang. Ja, und? Das tut mir Ja, ich nichts. sag's leider Das so. tut mir nichts. 4, 5 Stunden tut mir nichts. Apple Books. Und da bei Apple Books wahrscheinlich als Hörbuch um 12, $13. Ja, ist okay. 4, 5 Stunden ist nichts. Ich auch Podcasts wegen länger. So. Cool. Ich habe nachher noch zwei Lesetipps. Das passt ja eher ein bisschen zu dem Schaß, den wir da im Osten Österreichs gehabt haben mit dem Hochwasser. Zwei Artikel der Wiener Zeitung, einmal Blumenwiese Stadt Shopping Center. Da Ja. kann man sich eh schon denken, um was es geht. Also hauptsächlich um die nicht, ich will immer Zersiedelung sagen, aber was ist das, wenn man alles mit Beton zerpflastert hat? Zu betonieren. Eine Versiegelung, genau. Versiegelung, ja. Genau. Also da geht es um die Versiegelung. Und der zweite Artikel von der Wiener Zeitung, das ist Siedlung, Essen, Landschaft. Ich habe Siedlung, Essen, Landschaft aufgenommen. Da geht es eben darum, wie die Zersiedelung das Land zerfrisst. Und damit halt auch natürlichen Wasserauffang Gebieten und natürlichen Flussläufen, die ja das abgraben, was eigentlich notwendig ist, damit so ein Scheiß nicht passiert, wie wir es jetzt gerade gehabt haben. Also geht es ein bisschen einen längeren Artikel, die drauf eingehen und die auch alles sehr gut mit Fakten, Zahlen, Diagrammen und Quellen hinterlegt sind. Auf alle Fälle wieder sehr interessante Artikel in der Wiener Zeitung. Ich lese da jetzt relativ viel, seit ich es im RSS-Feed drinnen habe. Ja, also zwei Artikel von der Wiener Zeitung zur Natur. Und dann habe ich noch einen Artikel und das ist, der bin ich jetzt über meinen anderen Slack-Channel, audiodump.de/slack. So ein Podcast, den ich her und wo ich halt auch im Slack-Channel auch drin bin. Da sind noch knapp 1000 Hörer drin und alle haben irgendwie so ihre eigenen Hobbys und sind alle irgendwie Nerds auf ihre eigene Art und Weise. Und da ist jemand dabei, der ist ein großer Kenner der Automarke Datsun. Noch nie gehört in meinem Noch Leben. nie gehört. Noch nie. Das ist witzig. Dann wird er die Seite gefallen, weil da steht, glaube ich, alles drinnen, was es zu Datsun gibt. Das ist Datsun ist Gibt's da mehr? ja, so heißt übrigens heute Nissan. Das muss ich Ja, dazu genau, sagen. genau. Ja, Ah, und der hat okay. da alles Mögliche an Informationen zu dem Auto zusammengetragen und selber restauriert da auch solche Autos. Und sind schon ein paar echt ikonische Automodelle da dabei. Und wie ich halt finde, designmäßig wunderschöne Autos. Also das sind schon ja, schwierig, aber er hat mich auf das gebracht und mir schon gedacht, oh je, das sind wunderschöne Autos. Alte Autos, das ist die 60er und 70er Jahre. Eben Datsun hat es zuerst geheißen in Japan und nachher, als sie auf den Weltmarkt so rausgegangen sind, haben sie halt einen Teil ihrer Modelle Nissan genannt. Ja, und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist es Nissan, ist ja jetzt auch nicht mehr Nissan, kehrt ja mittlerweile zu Peugeot oder Renault, einen von den. Na, glaube ich, ist mit Renault in Ja, einer genau, Ding. mit Renault. Also gibt es jetzt, Da ist Renault und Mitsubishi ja ja, gibt es drin. jetzt so als richtigen Hersteller, glaube ich, in dem Sinn jetzt so eh nimmer. Naja, wohl, also die sind nicht, das ist jetzt nicht, dass das komplett das Ja. gleiche ist. Die haben, glaube ich, leider so, wie nennt man das? So
größere, ja, die sind halt sehr eng miteinander verbunden, aber sind schon noch separat. Ja, und ja, das kann sein. Also, ich habe da schon ein paar Artikel durchgelesen, ein bisschen durchgelesen. Also, es gibt da echt, es sind echt ein paar coole Sachen dabei. Und offensichtlich ist es jetzt so quasi unter den Autophilen und Restaurateuren in Europa, kommt es halt immer mehr, dass sie eben solche, diese alten Datsun-Modelle. Datsun, Datsun, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, dass sie die jetzt herrichten anfangen. Und es gibt einen relativ guten Markt jetzt an Ersatzteilen. Viele gibt es nicht mehr, viele haben jetzt selber noch fertigen oder ein paar haben sich darauf spezialisiert, Ersatzteile für die Autos noch zu fertigen und so weiter und so fort. Also, finde ich hammermäßig. Also, cool. Also, und der Betreiber von der Seite und von dem Datsun Autowerk, so ein richtiger Liebhaber, also man merkt das, glaube ich, in jeder Zeile, in der man liest, dass er das ein Liebhaber von Autos ist. Also so geht es mir eigentlich nur mit einem Auto und ich bin jetzt nicht so ein Liebhaber, als dass ich mir das unbedingt kaufen würde, aber es gibt halt auch Auto, wo ich halt so, wo ich mir denke, so einen hätte ich gerne mal, irgendwann einmal, wenn ich Geld habe. Aber ja, irgendwann, wenn ich mal sehr viel Geld habe. Ja. Nix, gar nichts. Ah, der da, du meinst Na, mein na, Auto. also, na, also, warte mal, ich will den. Wenn jetzt ein Porsche kommt, dann hast du mich aber endgültig gescheitert. Ja, okay, passt. Verziehen. Mazda MX-5. Ich weiß nicht. Ich Platz I. drin. Ich bin einmal in so einem Ring gesessen, ich kann da nicht einmal das Gaspedal Wo bedienen. ich denke mal schon, dass ich drin Platz habe. Das ist ein ganz normaler Roadster. Warum sollte ich nur. Na, vor allem, du schaust da über den Träger drüber. Du sitzt, das Auto ist brutal. Also ich bin noch nie in so einem engen Auto drin gesessen. Das ist so klein. Also wahrscheinlich hast du dich nicht wohl drin fühlen. Keine Ahnung, muss ich mal probieren. Also setz dir mal in einen ein, aber da kriegst Angst da drin. Die sind ja gar nicht so klein. Ich weiß nicht, was du jetzt hast. Der kannst du vor allem den Sitz nicht weiter hinterstellen, der ist beschränkt. Ja, das schon. Aber ich bin Und du eh schaust klein. halt mit dem. Du bist nicht so klein, bist du auch nicht. Ich bin klein. Ich bin 1,76. Ich bin ein Zwerg. 1,76. Ja. Ich bin 1,80. Ja, eben. Also, ich bin ein Ich bin Zwerg. viel. Ja, genau, du bist 4 Zentimeter kleiner als Ja, ich. Wow. unter Männern macht es viel aus. Ich bin ein Zwerg. Ein Zwerg wärst, wenn du 1,40 wärst. Aber na, also da kriegst du Angst da drin. Na, das können wir nicht vorstellen. Ersetz dich mal in eine, du wärst Angst Ich kriegen. habe mal so einen ähnlichen gehabt. Der hatte so Ja, du hast Klapplichter. dein Mazda hast du gehabt, ja. Was? Kannst du dich noch dran Ja, ich erinnern, kann gell? dich an dein Mazda erinnern, dein 323F mit Klapplichter. So einer wie Kopf in Rot. Genau, ja. Er war cool. Ist ein ikonisches Auto. Vielleicht kann man es mal irgendwann noch einmal gebraucht. Gibt es nicht mehr viel. Leider. Ah. Ja, man. Der war richtig cool. Ja, du, ich hänge nicht so an materielle Dinge, Na, das eh ist ja nicht. mir die Ich Wurst. hänge auf materielle Dinge auch nicht. Aber es gibt halt, das ist der MX-5, das ist halt für mich, keine Ahnung. Ich habe so einen nie So wie gehabt, so bei. einen MX-5, aber ich finde, das ist einfach. Sowohl die alten als auch die neuen MX-5 Modelle, ich finde die einfach, sind ästhetisch extrem schöne Autos. Mehr kann ich da nicht sagen. Ich weiß nicht warum. Mir ist das bei Autos irgendwie. Das ist mir alles so Ja, bei wurscht. mir ist es bei Autos auch vollkommen wurscht. Volle. Aber bei dem nicht. Ich weiß nicht warum. Ja, das ist also das Einzige, was ich bei einem Auto Wert lege, dass es ein paar Komfort-Features hat und dass es leise ist. Ja, keine Ahnung, ich weiß Der nicht. Rest ist mir bei Autos, also es soll super Bedienung und die Assistenten sollen funktionieren.
ist mir einfach, ja, echt, Ja, ist mir auch wurscht. mir ist das im Normalfall echt wurscht, nur nicht bei Mazda MX-5 und ich weiß nicht wieso. Ich finde sogar den neuen, das ist einfach ästhetisch einfach ein wunderschönes Auto. Keine Ahnung. Und ich bin bei Autos überhaupt nicht so. Ja. Ja, du, sie haben die halt erwischt. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist halt. Das ist ein Spaß, ein komplett unpraktisches Spaßmobil und für was Unpraktisches zahlt man nicht 35.000 Euro. Ja, du kannst wahrscheinlich 40.000, so wie ihn haben willst. Ja, aber zahl ich nicht, weil sehe ich nicht ein, weil es Sagen ist. wir mal so, theoretisch, für mich wird das Auto ausreichen. Für mich ja. Ich muss ja keinen mitnehmen. Also, ich weiß nicht, wo das letzte Mal jemand mitgenommen habe in mein Auto. Und B, Kofferraum brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, okay. Also von den her, ja. Alles gut. Gut. Ja, aber der Datsun ist halt auch schön. Ich weiß nicht, schöne Autos. Keine Ahnung. Da haben sie irgendwie noch einen Charme und einen Stil gehabt. Und heutzutage schaut einfach alles irgendwie gleich aus. Ich weiß nicht. Ja, gut. Passt, dann sind wir durch, oder? Ja, wir sind am Ende. Ja, dann wunderbar. Dann beenden wir die Sendung heute mal früher. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie lang, aber Lang genug. wurscht. Wie lang ist denn gegangen? Also unsere YouTuber werden jetzt knapp 3 Stunden sehen und unsere Hörer werden knapp 2 Stunden 50 wahrscheinlich. Ist das echt wieder so lang geworden? Das habe ich jetzt, das haben wir jetzt kürzer Na, vorgestellt. es ist schon wieder lang geworden. Okay, cool. Passt, dann haben wir Ja, das auch. dann verabschieden wir uns und sagen danke fürs Zuhören und ja, Bis zum nächsten zum Mal. nächsten Mal.